Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Bruce Lee mit dem Titel J.C. Bring Sharon Tate und ein Symbol. Ja, Bruce Lee ist ja inzwischen ein großes Geschäft gewesen, wie man ja ganz eindeutig sieht. Die Gesellschaft, die das jetzt hier auf die Straßenbahn da geklebt hat, ist die Bruce Lee Enterprises LLC. Ah, guck mal. Unfassbar, ne? Was da alles gibt, was es da alles gibt an Sachen. Ja, und das ist eben eine kommerzielle Webseite, ne? Da geht es sich um ein Produkt. Das Produkt heißt Bruce Lee. Ich möchte ja nicht den schönen Schein wissen. Ich möchte ja die Wahrheit wissen. Oder zumindest ganz nah dran sein. Letztes Mal hatten wir es ja über die Rosenkreuzer und die Freimaurer. Mal gucken, was wir da rausfinden, bevor das Wahrheitsministerium jetzt hier dann kommt und alles wieder wegwischt. Weil die Definition von Wahrheit ist ja immer so eine Geschichte, ne? Dass der eine glaubt halt dieses und der nächste glaubt halt was ganz anderes. Übrigens Karl Marx, wenn das stimmt, der ist ja nicht nur jesuitisch trainiert worden, sondern hat ja auch dieses Buch geschrieben und hat ja dann noch gesagt, die Theorie des Kommunismus kann in einem einzelnen Satz zusammengefasst werden, die Vernichtung von privatem Besitz. Ja, und der hat auch so eine kalte rechte Hand, ne? Freimaurer. Alles ein Verein. Und der Klaus Schwab, der muss auch Kommunist sein, wenn er sagt, du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein. Ne? Der muss Kommunist sein. Der Mann sieht ja auch total glücklich aus. Und der besitzt bestimmt ganz viel. Also da kann man wieder sehen, Geld macht auch nicht glücklich. Wenn ich ihn sehe, würde ich ihm immer gerne in den Arm nehmen und sagen, du, pass mal auf, ist doch nicht alles so schlecht. Der sieht immer so traurig aus. Und der erinnert mich irgendwie so an den, also jetzt wohlwollend gemeint, ne, an diesen Adler da von der Muppet Show. Na, ich finde schon, dass mich das an jemanden erinnert. Die Augenbrauen stimmen nicht so richtig, das war. Aber ansonsten, ich würde ihm wünschen, dass er mal irgendwann richtig glücklich wird. Aber ich glaube, dass die Hoffnung stirbt da zuletzt. Ne? Vielleicht sieht das irgendwann mal ein, dass das, was er macht, eben nicht so der Hit ist. Ne? Langfristig gesehen. Es ist ja immer alles langfristig gesehen. Die Dinge, die ich jetzt meine, sind sehr, sehr langfristig, ne? Oder halt ewig. Ja, aber manche Dinge haben eben nur eine kurze Halbwertszeit. Aber wir wünschen allen Menschen dieser Welt, wir lieben ja alle Menschen und deswegen wünschen wir allen Menschen wirklich Glück und gute Laune. Ja, ich sage ja, als wenn er gleich anfängt zu weinen, weil er sieht immer so traurig aus, finde ich. Ich finde das wirklich traurig, dass er so traurig aussieht. Wirklich, ich mache mir da echt einen Kopf drum. Ich denke, also der ist nicht so glücklich. Aber die San Francisco-Giganten haben dann ihr Problem mit den ganzen Seemöwen gelöst, indem sie da eben dann einen Geier hatten, oder die Geier hatten, die eben sie eben dann Bruce Lee genannt haben. Also Bruce Lee hat dann in San Francisco in Form eines Geiers dann, dann den Seemöwen den Garaus gemacht. Also ich sag ja, überall, wo Bruce Lee ist, ist nur tot. Ne? Das hat nichts mit dem großen Philosopher zu tun, mit dem großen Philosoph oder mit dem großen Redner oder so. Hier der Greifvogel, der hat auch bestimmt nicht großartig geredet oder sowas, der hat dann direkt umgebracht. Das ist Bruce Lee eben. Kein Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Ja, vielleicht sind deswegen auch manche Menschen so total traurig, ich weiß es nicht. Aber die reden alle von Weltfrieden, den es gar nicht gibt. Also die Freimaurer oder die Rosenkreuzer, die haben deswegen die 11 so gerne, also die Ziffer 11 ebenso gerne, weil die sich natürlich auf das Kapitel 11 der Genesis, beziehungsweise in Deutsch erste Buch Mose, da beziehen. Wo die ganze Welt eine Sprache sprach und die dann die Menschen in die Stadt dann eingefercht hatte und sich dann einen Turm bauen wollten, der also bis in den Himmel reicht, um sich selber gottgleich zu machen. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen.
und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns herabsteigen und dort ihre Sprache verführen, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Also, wir lernen daraus, die Absicht des Herrn ist, dass jeder sich so entwickelt auf der Welt mit einer eigenen Sprache und so weiter. Und die Absicht der Menschen, die andere Menschen in die Stadt einsperren wollen, ist, dass sie sich einen Namen machen, die sollen alle eine Sprache sprechen. Und der Name Babel, der jetzt hier drin ist, der heißt im Hebräischen Verwirrung. Das ist der Hintergrund dazu. Das sind eben dann die Brudermaurer, also Frère-Maçon heißt eigentlich Brudermaurer und nicht Freimaurer. Das sind falsche deutsche Übersetzungen, wenn man so will. Und das sind eben die Baumeister hier, ne, die eben den Turm von Babel bauen wollen. Heutzutage haben wir ganz viele Turmbau von Babel. Das sind alles Türme wie Babel. Man sagt ja auch nicht umsonst Wolkenkratzer. Ne? Die sollen also dann dahin, wo so eben ja, der Himmel ist. Ne? Und Dubai und wo sie alle hier stehen. Ja. Am besten fällt mir dann in dem Zusammenhang von der Allegorie das One World Trade Center, das jetzt eben nur noch eine Welt ist und dann quasi pyramidenförmig dann aussieht, ne, zusammengebaut ist. Und dann sieht man also ganz klar, wer das gebaut hat. Das sind natürlich dann die Maurer, die einen Turm bauen wollen, der bis an den Himmel reicht. Ne? Gut, geht's jetzt weiter. Es ist ja ein Problem mit diesen ganzen Symbolen. Der Herr hat ja die Sprache verwirrt und da sind die Menschen drauf gekommen, vor allem die bösen Menschen drauf gekommen, sich mit Symbolen zu verständigen. Und diese Symbole sind dann nur den Menschen klar, die dann sich damit auskennen oder initiiert sind und so weiter und so fort, aber nicht den gewöhnlichen Menschen. Also das ist hier kein Friedenssymbol. Es hat auch nichts mit der Atomkraft erstmal zu tun. Das wird zwar so erzählt, aber das hat wohl einen ganz anderen Hintergrund. Wenn die Erklärung stimmt, die ich gelesen habe, ist es eben ein gebrochenes Kreuz und das bezeugt dann eben dann auch die Ablehnung von dem Kreuzestod Jesu Christi. Aber das kann eben tausende Varianten haben hier. Ne? Darum geht es ja jetzt gar nicht. Es geht einfach nur um die Tatsache, dass die logische Konsequenz daraus ist, wenn Gott die Menschen zerstreut und dann ihre Sprache auch, dann kann man eben international, wenn man so will, katholisch, also universell, dann eben sich mit Symbolen verständigen. Deswegen diese ganze Verwirrung hier mit den Symbolen und mit Abkürzungen, mit Geheimcodes, Rückwärtssprache, unsichtbare Tinte, Ziffern, Gematria und tausend anderen Sachen auch mehr. Ne? Und dieses Peace Movement, also Friedensbewegung, die ja gar nicht in Frieden auf der Welt bringen kann, in einer satanischen Welt kann nur dann Frieden quasi sein, untereinander, wenn alle satanisch sind, ist eben die Göttin des Friedens, bringt dann jetzt hier den Olivenzweig und so weiter und so fort. Ne? Das hat natürlich jetzt wiederum mit dem ersten Buch Mose zu tun, Noah und so weiter und so fort. Aber hier geht es jetzt einfach nur darum, dass auch schon 1775 die Göttin des Friedens hier etwas gebracht hat. Und es gibt ja die Göttin des Friedens gar nicht. Ne? Und wie gesagt, Symbole, du kannst ja alles da reinpacken. In den Kulturkreisen selber haben ja auch dann Symbole wieder eine andere Bedeutung. Ach, das ist so kompliziert. Aber wie gesagt, wenn du in einem Kulturkreis drin bist, dann wissen die genau, welche Symbole die brauchen. Ne? Dann weißt du genau, was im europäischen, asiatischen Bereich und so. Teilweise haben ja die Sachen völlig unterschiedliche Bedeutungen. Ne? Die Römer glauben, es gab eine enge Zusammenarbeit zwischen Krieg und Frieden. Mars ist dann der Gott des Krieges, aber der hat noch einen anderen Aspekt, Mars Passifer. Mars als der Überbringer des Friedens, der eben abgebildet ist auf so Münzen des späten römischen Reiches und der dann eben einen Olivenzweig damit hält. Genau wie die Göttin hier des Friedens. Aber wenn du dann mal weiter recherchierst, ist eben der Mars, der ja der Kriegsgott ist, nicht nur der Überbringer des Friedens, sondern er ist ein Friedenskreierer, denn er unterdrückt die Feinde. Aha, guck mal hier, das ist ein Unterschied, ne? Ein Riesenunterschied sogar.
Weswegen ich jetzt dieses hier benannt habe, ist, wir sind ja die ganze Zeit in Ende der 60er, Anfang der 70er mit dem Antikriegsbewegung gegen Vietnam und solche ganzen Geschichten. Und das ist ja hier ein ganz bekanntes Symbol, wo viele Leute das damals dann so auf ihren Schultaschen hatten, auf ihren Autos hatten und so weiter und so fort. So Friedensbewegung, make peace, not war. Also hier kreiert Frieden und keinen Krieg. Oder jetzt teilweise auch Atomkraft, nein, danke, mit anderen Symboliken und so weiter. Jede Generation hat ja so ihre eigenen Slogans. Ja, da haben wir diese ganzen Symboliken hier eben, ne? Da wirst du jetzt hier dauernd mit konfrontiert, ne? Friedenstaube teilweise, aber ganz oft eben genau dieses Symbol. Ja, aber es ist eben auch ein gebrochenes Kreuz. Und die Nazis hatten da auch eine Todesrune, das ist dann die. Und die kannst du auch darin in diesen Kreis dann applizieren. Da bist du dann beim selbigen eigentlich, beim selben Symbol. Abgesehen davon, wenn du das dann machst, dann bist du eigentlich bei den Nationalzionisten, ne? Ja, der Krähenfuß. Die Hexenfüße, Neros Kreuz und so weiter. Das ist also Neros Kreuz, überleg mal, dann ist dieses Symbol schon viel, viel älter als das, was uns so die Welt dann wiederum erzählt. Ja, und da hast du den Mars in eben halt mit den Olivenzweigen, ne? Mars, der Friedensbringer, jo. Wie war das mit Martial Arts, mit den Künsten des Mars? Die Gegner unterdrücken dann also, okay. Also wir stellen dann den Frieden her durch Krieg, also durch den Kriegsgott. Das ist der Krieg, den wir die ganze Zeit draußen haben, ne? Da sind immer die einen, die sagen, wir sind die Achse des Guten, und die anderen, die sagen, nee, das ist die Achse des Bösen, ne? Oder der Bösen. Und deswegen müssen die dann Krieg führen, ne? Für das Gute. Mhm. Natürlich verschweigen die dabei, dass eben die Kriegsindustrie besonders für die Amerikaner und natürlich für andere Staaten auch unglaublich gewinnbringend ist, ne? Der Krieg hat ja noch einen zweiten Aspekt. Man kann ja dadurch auch Land einnehmen und dessen Infrastruktur dann wieder ausbeuten. Also guck mal hier mit der zerbrochenen Gewehr. Das hat ja schon erst mit Zerbrechen zu tun. Ne? Das war gerade schon interessant, finde ich. Heutzutage ist es ja dann hier wieder die Friedensgeschichte mit den Regenbogenflaggen und so weiter und so fort. Interessant, ne? Dass es auch mit den Regenbogenflaggen von Noah kommt eigentlich. Mit dem Regenbogen, den Gott an die Wolken setzt, als ein Zeichen des Bundes. Ah, wer weiß das? Ja, oder jetzt hier Peace, yo und so weiter, das also angeblich jetzt hier natürlich nicht eine Entfindung gewesen ist von Winston Churchill. Das ist aber eigentlich Victory, das heißt eigentlich Sieg, ne? Sieg für eben, ja, die römische Göttin Victoria, ne? Ich meine, selbst wenn man nicht an die Geschichte glaubt, wie wir, an Satan jetzt als ein Geistwesen, der andere Menschen dann zu bösen Handlungen verführt, sagt er ja zumindest hier ein V aus. Ne? Also dann zumindest sind wir dann Minimum bei der römischen Kriegsgöttin oder Siegesgöttin, besser gesagt, Victoria. Ne? Die ist ja auch in Berlin vertreten, Siegessäule. Ne? Da geht es ja wieder um Sieg. Da geht es um heiligen Sieg anscheinend. Ne? Darf das Wort ja jetzt nicht sagen, aber... Ey. Das ist alles sowas von klar römisch, ne? Römischer Gruß, römische Siegesgöttin. Guck dir Berlin an, das ist Berlin, ne? Wenn der bekloppte Österreicher da seine Bauten gemacht hätte, dann hätte es dann genauso gut ausgesehen wie Rom. So, und deswegen macht der Winston Churchill jetzt hier das Zeichen des Gehörnten, ne? Also das Ziegenbox, ne? Genau wie Michael Jackson, alle anderen auch. Und die kommen damit durch, weil die meisten Menschen da eben glauben, dass das irgendwie jetzt hier so, ja, Peace und alles cool, Alter und wie auch immer. Steve McQueen macht das jetzt hier. Keine Ahnung, warum der da jetzt damals so posieren sollte. Vielleicht ist er irgendwie zu schnell gefahren oder was. Ich weiß es nicht. Und hier haben wir auch den Bruce Lee da unten drunter, der das natürlich dann auch direkt macht, mit beiden Händen. Die haben ja alle irgendetwas gemeinsam, ne? So, dass diese Zeichnung hier kommt, wie immer, aus dem Codex Magica, weil ich finde, dass da so die besten Zeichnungen drin sind.
Und deswegen ist es eigentlich keinen großen Unterschied, ob du jetzt ein V-Zeichen machst mit zwei Fingern oder ein V-Zeichen jetzt mit der ganzen Hand und dann ist es eben Manu Cornuto, aber das ist eigentlich immer dasselbe gemeint. Und die lügen sich natürlich ein zu rechnen, indem die sagen, nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, das sind dann alles so Zeichen für die Texas Longhorns, für einen Sportverein oder was. Also Gott gab den Menschen ja einen Mund zum Sprechen und hat dann die Sprache verwirrt in dem Turmbau auf Babel. Und Jesus hat nichts im Geheimen gemacht. Und deswegen sehen wir ja genau die Gegenseite. Was macht die? Ja, die Gegenseite, die macht alles Mögliche im Verborgenen, will alles auf eine Sprache runterbrechen und verständigt sich dann mit Abkürzungen, Symbolen und so weiter. Also meine Hypothese ist ja immer noch, wenn jemand ein Symbol benutzt, dann hat er irgendetwas zu verstecken, weil Gott gab uns einen Mund zum Sprechen. Ja, diese Symbole heißen aber überall irgendetwas anderes. Das ist mein Problem damit. Wem willst du jetzt glauben? Ich meine, du hast gerade bei Symbolen und Abkürzungen immer so einen ganz großen Grauzone-Bereich, wo du halt nicht weißt, in welchem Kulturkreis, in welcher Zeit bewegen wir uns jetzt da. Was heißt es wann wo? Und hier beispielsweise in diesem Pamphlet hier von Chick Publications, das gebrochene Kreuz, wird hier gesagt, dass es eben eine Verneinung von Jesus Christus Kreuzestod ist. Weil es ein umgedrehtes Kreuz ist, was dann noch zerbrochen wird. Ich weiß, dass in diesen Chick Publications so einige Sachen nicht stimmen. Aber dennoch ist das eine interessante Alternative zu der gängigen Erklärung im Standardmodell sozusagen. Ja, blöderweise bezieht sich jetzt hier genau dieses Comic auf John Todd, wo ich ja schon mal gesagt habe, er mit seinen Hexengeschichten und so weiter, ich glaube ihm da nicht. Aber definitiv in jedem Fall ist es eben kein Friedenssymbol. Es gibt keine Friedenssymbole. Und wenn es eins gäbe, dann wäre das etwas anderes. Ich sage es jetzt aber nicht, vielleicht kommt jemand darauf, der die Bibel liest. Taube ist schon nah dran. Aber es macht eben keinen Sinn, so ein Holzding irgendwie als Friedenssymbol. Dann da, was soll das aussagen? Vor allen Dingen, wenn es die Todesstele da, der immer dieses Bild hier. Nee. Rune ist das. Rune, nicht Stele. So, Rune. Rune heißt das doch. Genau, die Todesrune. Ne? Also, wie soll das jetzt irgendwie mit Frieden und so weiter? Du läufst da quasi mit einem Emblem rum, was so aussieht wie die Todesrune. Ne? Lebendrune ist aufrecht sozusagen und Todesrune ist dann genau umgekehrt. Also Totenrune ist genau so. Und du läufst jetzt da mit so einem Symbol rum, ziehst dann Kreis rum und sagst, das ist dann Frieden. Also Frieden ist dann da, wenn also Tod überall ist oder was. Also es macht keinen Sinn. Ja, nordische Symboliken und so weiter. Es macht doch keinen Sinn. Ah ja, gut, geht weiter. Gott sagt auch im zweiten Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel ist, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Ja, also keine Bilder, kein Bildnis, keine Bilder, kein Gleichnis und so weiter. Ja, nicht anbeten, nicht dienen. Ja, was mache ich denn, wenn ich dann so ein Symbol dann aufzeige und dann mir aufs Auto klebe und sage, guck mal hier, ich diene dieser Organisation, die dieses Symbol dann hat, wo die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, dass es dann die Todesrune ist oder die Totenrune ist. Also ich finde das wieder faszinierend, aber gut. Muss ja jeder selber wissen. Also wir brauchen keine Symbole als Christen. Auch kein Fisch oder sowas, keine. Keine heißt keine. Aber jetzt kommen wir wieder zurück auf Bruce Lee und die ganze Geschichte. Ich muss ja doch davon ausgehen, dass ja auch die bösen Menschen bei der Bruce Lee-Geschichte ja auch Symboliken benutzen. Ne? Und deswegen gucken wir uns jetzt hier Jay Sebring, Sharon Tate und Symbole mal an in dieser Sendung. Jay Sebring, der gar nicht so Jay Sebring heißt, sondern der da Thomas oder Thomas John Kummer heißt, so wie die Kummer, so wie Sorrow. 10.10.33. Und gestorben offiziell am 9. August 69 in Los Angeles, hier Stadt der Engel, ein amerikanischer Friseur. Und er hat den damals noch relativ unbekannten Bruce Lee für Hollywood entdeckt. Und Bekanntheit hat er dann erlangt als Mordopfer der Manson Family. Das ist jetzt die offizielle Wikipedia-Geschichte. Er hat noch gekämpft für die United States Navy, das ist ja interessant.
in Korea. Also der hat schon einen falschen Namen, da geht schon mal mit los. Ne? Also der ist dann also auch nicht ehrlich, also ein Verstoß gegen eins der 10 Gebote Gottes, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen gegenüber deinem Nächsten. Und gegenüber deinem Nächsten heißt eigentlich gegenüber allen und nicht jetzt irgendwie nach dem Motto, ja gut, aber wenn ich das dann irgendwie dem fernen Onkel in Australien erzähle, also ich sehe das sehr eng. Er hat in der Navy gedient für 4 Jahre und er hat im Koreakrieg dann gekämpft und dann ist er nach Los Angeles umgezogen und dann hat er sich den Namen Jay Sebring zugezogen. Jay nach den Initialen seines Mittelnamens und Sebring nach der berühmten Florida-Autorennstrecke. Und er ist offiziell der Ex-Freund von Sharon State. Sharon Tate, so, Entschuldigung. Ach, die waren doch so süß. Ja, klar. Er hat die Friseur Corporation, also die Friseurgesellschaft Sebring International gegründet. Und er ist ermordet worden offiziell durch Mitglieder der Manson Family zusammen mit seiner Ex-Freundin Sharon Tate. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, darf jeder meinen, was er will, meiner Meinung nach hat das so nicht stattgefunden. Meiner Meinung nach war es nur ein Ritual. Gucken wir uns die Sache mal an. Wenn wir es nicht mit offiziellen Berichten, die ja alle gefälscht sein können, aufklären können, können wir es vielleicht mit anderen Sachen aufklären. Ne? Wir gehen nämlich jetzt genau mal in die Sprache rein dieser ganzen Freimaurer. Wir erinnern uns, 1. Buch Mose 11, Turmbau zu Babel und Rosenkreuzer. Wir erinnern uns an letzte Sendung. Mal gucken, ob wir mal da etwas anderes rausfinden, indem wir dann ihre Sprache dekodieren. Sein Symbol für seine Sebring International Gesellschaft ist dieses Ankh, Ankh. Das sieht er dann auch auf seiner ganzen, was weiß ich, Shampoo-Linie und was es da alles ist. Und offiziell ist er der Ex-Freund von der Sharon Tate. Er hat, wie gesagt, in der United States Navy gedient für 4 Jahre und hat dann in Korea gekämpft. Also der hat einen Hintergrund mit der Marine. Habe ich mir gedacht, oh, guck mal. Da waren noch andere Menschen auch in der Marine, ne? So der Vater von Jim Morrison, von den Doors zum Beispiel. Und andere Menschen dann auch. Ja, und der Vater von Sharon Tate war halt Armee. Also sieht jetzt hier nicht nach Navy aus, also Marine, sondern Armee. So, die Frage ist aber, was glaubst du und was denkst du und gibt es da irgendwelche Lügen da drin, ne? So, er war früher verheiratet und dann hat er dann eben einen Laden aufgemacht und hat dann eben für weniger als $500 den ganzen aus dem Boden gestampft und dann hat er, steht auf der Wikipedia, er hat dann Haare geschnitten, 13 Stunden am Tag, habe ich mir gedacht, Leute, veräppeln könnte da aber jemand anders, ne? Also, das glaubt doch kein Mensch. Abgesehen davon, warum ausgerechnet dann 13? Ich meine, da sollten wir schon verdächtig, sollten wir schon sehr verdächtig vorkommen. Die Nummer 13 hat nämlich auch eine ganz, ganz starke Bedeutung bei den Freimaurern. Das ist jetzt nur in der Dollarnote, haben wir die ganzen 13 da drin. 13 kann bedeuten die 13 übrig gebliebenen Stücke des ägyptischen Totengottes Osiris. Wenn da schon so eine Mitteilung drinsteht auf Wikipedia, finde ich das höchst verdächtig und ich würde sagen, okay, ich gucke mal an, ob der Mann irgendetwas mit der Freimaurerei zu tun haben könnte. Er ist dann vorgestellt worden an Peter Lawford und Frank Sinatra. Hab ich mir gedacht, toll, Frank Sinatra ist Ritter von Malta, Knights of Malta. Peter Lawford ist Schwager, glaube ich jetzt, oder so. Zu John F. Kennedy auch eine ganz zwielichtige Gestalt gewesen. Habe ich mir gedacht, jo, klasse, da bist du genau in den richtigen Zirkeln drin. Und dann hat er so illustre Kunden gehabt wie Ron Beatty und Steve McQueen, das das große Idol von Bruce Lee gewesen ist. Und dann ist er auch alle 3 Wochen dann hingeflogen nach Las Vegas, um eben das Haar von Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. dann zu schneiden. Ja, ich kann ja vor Lachen bald nicht mehr hier, also das glaubt jemand. Ich glaube eher, dass der jede 3 Wochen irgendwelche Geschäfte zu tätigen hatte mit Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. Beide sind Ritter von Malta, wenn ich richtig informiert bin. Als Kirk Douglas nachgefragt hat, hat Sebring dann eben das Hairstyle, die Frisur übernommen des Films Spartacus. Er hat dann auch später, Spartacus ist da auch, wo Bruce Lee angeblich seine Idee hatte mit Rom.
Und ja, es ist eine ganz kleine Welt. Und er hat dann später die Haare designt von Jim Morrison, den Free-Flowing Style von Jim Morrison. Jim Morrisons Vater ist hochrangiger Armeeoffizier. Er hat zu tun mit dem Start des Vietnamkrieges. Er hat nämlich dieses Patrouilleboot da wohl mitkommandiert. Also alles kein Zufall hier, ne? Und wenn er jetzt schon Jim Morrison hier bemüht oder benennt, dann sind wir schon bei Laurel Canyon. Jetzt schon. Sebring hat dann eben mitgeholfen, die Filmkarriere von Bruce Lee zu unterstützen. Und nachdem er ihn dann getroffen hatte, an dem internationalen Karate-Weltmeisterschaften oder Meisterschaften in Long Beach, Los Angeles 1964, hat er dann Lee seinem Produzentenfreund Bill Dozier vorgestellt, der eben dann Lees Karriere gestartet hat mit der grünen Hornisse. Obwohl er dann eigentlich gar nicht jetzt irgendwie Karriere für sich selber jetzt im Fokus hatte, hat Sebring dann so ein Cameo, also zu Deutsch würde das einen Verkleidungsauftritt haben, also da, wo er nicht als Jay Sebring vorgestellt worden ist, auch genau in dieser Show Batman gemacht, wo jetzt auch schon mal der Bruce Lee jetzt hier gerade aus dem Fenster ist und jetzt hier Batman und Robin und so weiter da jetzt hochkraxeln. Eigentlich ist das jetzt hier die waagerechte Ebene, aber ist halt Fernsehen, da wird eben alles anders dargestellt. Sein Alias, also sein falscher Name, war da Mr. Oceanbrink, ne? Also wie Seabrink, ne? Also wie Seabrink, wie eine See, obwohl er eigentlich nur SE-Brink hieß, aber dann Seabrink ist dann Mr. Oceanbrink. Also er ist es auf jeden Fall. Hat dann schon wieder einen falschen Namen da. Also sein falscher Name wird nochmal gefälscht. Also Sebring ist also genau hinter den Kulissen tätig oder zieht erstmal die Fäden in Richtung Hollywood für Bruce Lee. Und dann hat er noch in der 67-Episode gespielt im Fernsehen The Virginian und dann hat er noch gespielt sich selber in Erzähl die Wahrheit. Da muss dann jeder so erraten, welcher Promi welcher ist oder sowas. Habe ich mir angeguckt, alles musste ich mir angucken, war völlig, naja, lang. Das heißt uns aber jetzt aber auch hier schon, dass der Mann nicht nur ein Friseur war, sondern der war ja anscheinend ja auch irgendwie so ein Talentsucher und ein Schauspieler. Da ist er jetzt in Aktion bei Batman. Das ist jetzt hier der Herr Kummer, ne? Der Kummer, der so tut, als wenn er Jay Sebring hieße und jetzt in dieser Batman-Geschichte jetzt hier Oceanbrink. Also hat er denselben Beruf wie Sharon Tate. Miles Matthews, ein Researcher hier, sagt, das soll jetzt angeblich jetzt hier der Neffe von Sebring sein, Anthony DiMaria, den es gar nicht gibt auf der Datenbank, so sehr weit vorher. Aber vermutlich sind das auch alles Schauspieler. Er wusste nichts von den Details der Ermordung seines Onkels und ja, halt alles, für mich sind das halt alles so Menschen, die man mieten kann wahrscheinlich. Will ja niemanden was, aber der Eindruck drängt sich halt auf. Also das ganze Umfeld von Bruce Lee besteht also fast nur immer aus Schauspielern. Und selbst der Steve McQueen, der hat ja irgendwie so ganz komische Sachen gemacht, der ist von Moskau dann eingeladen worden mal. Moskau lädt McQueen ein. Ich denke, ah ja. Und auch dieses Auto jetzt hier, Lightning McQueen, ist natürlich nach Steve McQueen benannt, ne? 9 und 5 wären dann 14 Teile von Osiris, möglicherweise. In 1969, also da, wo die Morde offiziell passiert sind, da war er so ein, hatte so einen Spitznamen gehabt, der hieß The Candyman, also der Süßigkeitenmann sozusagen. Und man sagte so, dass sein Salon also doch so ein Drogenumschlagplatz, Entschuldigung, für die Stars in Hollywood wäre. Jim Markham, sagt dieser Artikel jetzt hier, war Sebrings Unterstützer und Geschäftspartner in diesem Franchise von Männer- oder Herren-Friseursalons und hat folgendes Statement, also folgende Aussage dann eben veröffentlicht. Jim Markham hat gesagt, er kann sich dann lebhaft erinnern an die Tage nach dem gruseligen Manson-Mörder der schwangeren Frau von Roman Polanski. Sharon Tate, ihr früherer Freund und der Friseur Jay Sebring und drei andere sind eben dann in der Benedict Canyon Residenz im August 1969 brutalst ums Leben gekommen. Markham war Sebrings Unterstützer und Business und jetzt Geschäftspartner und so weiter.
Und Sebring hatte Paul Newman, Frank Sinatra, Steve McQueen, all die ganzen Größen dann halt da unter als Kunde. Also wenn diese Quelle jetzt hier stimmt, dann behaupten können ja die Leute alles Mögliche. In dem Film Es war einmal in Hollywood von Quentin Tarantino, da ist dann der Friseur Jay Sebring ein Schlüsselcharakter. Ja, klar ist er das. Er hat Bruce Lee entdeckt. Markham hat in dem Haus gelebt, wo er ein oft Gast gewesen ist, in Sebrings bayerisch gestieltem Heim, das einmal Jean Harlow gehört hat, wo ja dann dieser Mord an ihrem Ehemann, der Selbstmord, Entschuldigung, ihrem Ehemann passiert ist. Eine Meile weiter vom Polanski Tate House on Cielo Drive. Sie hatten nicht Manson geschnappt, keiner wusste, warum das dann damals passiert ist. Er hat sich daran erinnert, dass Tates Vater ein Colonel im Geheimdienst und so weiter und dass der dann also dann mit den ganzen Federal Agents, also FBI oder so, in der Untersuchung dann zusammengearbeitet hat. Das Mordopfer Abigail Folger hatte auch eine Verbindung zu diesem Friseursalon, denn sie war ein Investor gewesen in Sebring International. Erst 6 Monate nach diesen Morden ist die Manson-Familie dann verdächtigt worden, muss man sich mal vorstellen. Ja, und er hat gesagt, dass jetzt in der finalen Aussage, er hat gesagt, dass also der verstorbene Friseur eben wusste. Moment, obwohl Markham jetzt hier zögert und so weiter, Sebring war sein Unterstützer und nach ihm hat er dann auch seinen Sohn genannt. Er behauptet, dass der verstorbene Friseur Manson kannte und hat dann vorgeschlagen, dass die Morde deswegen das Resultat eines geplatzten Drogengeschäftes wären. Eine Meinung, die eben dann in Linie ist mit der popularen Erklärung, dass eben nicht diese Helter-Skelter-Geschichte jetzt da ursächlich gewesen ist wegen diesem Rassenkrieg und was weiß ich, sondern dass es dann Drogengeschäft ist, die das dann schiefgelaufen ist. 1969 war eben Sebring bekannt unter dem Spitznamen der Candyman, also der Mann für die Süßigkeiten. Und es wurde eben gesagt, dass er seinen Salon eben dazu benutzt hat, um eben dann Drogen da zu vertreiben. Ja, und er hat gesagt, Mensch, also ich habe niemals diese ganze Rassenkriegstheorie geglaubt. Ich glaube, dass Manson da hingegangen ist, dass er dann irgendwie Kokain und Marihuana verkaufen wollte oder sowas. Und er hat dann Jay und Wojciech das Produkt gezeigt und dann wollten sie ihm was abkaufen, haben sie ihn dann doch verprügelt. Und nächsten Nacht hat dann Manson seine Familie dahin geschickt, um ihn umzubringen. Ja, Ja, das ist jetzt seine Theorie. Das hat was mit Drogen zu tun. Aber sie haben dann den Salon verwanzt und aber dann keine Spur gefunden. Und dann 6 Monate später ist die Manson-Familie erstmal verdächtigt worden. Glaubt irgendjemand, dass die Polizei so unfähig ist? Ich nicht. Das ist also jetzt die Verschwörungstheorie sozusagen im Fall von der Manson-Bande. Also einige sagen, dass der Jay Sebring ein sehr mächtiger Mensch zu dieser Zeit gewesen ist. Nachdem unser Zeuge hier die Silbermedaille gewonnen hat in den Weltmeisterschaften der Friseure, wie auch immer, ist er nach 1966 nach Los Angeles geflogen und eben Sebrings Methode des Stylings kennenzulernen. Zu dieser Zeit war eben der berühmte Friseur ein ganz involvierter Beziehung mit Sharon Tate und hat mit ihr gelebt. Er beschreibt Tate als wirklich süßes Mädchen oder süße Frau, aber er sah nie diese Schauspielerin mit dem Jan Polanski. Sie war immer mit Jay Sebring zusammen, hat er sich daran erinnert. Und sie schienen Jay unglaublich zu mögen. Sie haben sich immer geküsst, immer so Tuchteltauben. Erinnert ihr euch noch an die Biografie von Kirk Douglas, wo er mal so erzählt hat, von wegen, naja, gut, also es gab schon Gerüchte, dass das Kind von Sharon Tate eben von Jay Sebring war? Markham hat dann später Sharons jüngere Schwester Debra dann gedatet und naja, sie sah ganz genau aus wie Sharon. Das war eine richtig nette Familie, weswegen ich ja vermute, dass die alle unter einer Decke hängen. Guck mal, er ist jetzt sogar mit ihrer Schwester zusammen, ist klar. Und sie sieht auch nicht aus wie Sharon, aber ist jetzt immer egal. Ich habe immer nur Geschichten hier und ich habe immer nur Lügen hier überall. Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen. Dann hat er jetzt Cheryl getroffen, eine
ja, Rezeptionistin. Sie haben 1982 gearbeitet und haben dann zusammen Firma dann aufgemacht oder zusammen die Firma geleitet, nachdem er dann die Markham Products 1989 dann verkauft hätte, hat er eine neue Linie dann kreiert, die heißt auch noch ABBA, Pure and Natural Hair Care. Also ABBA, reine, naturale Haarpflege. Eine der ersten veganen Produkte in den Vereinigten Staaten diesbezüglich und so weiter. Und hat es dann 1997 für 20 Millionen Dollar verkauft. ABBA, habe ich mir gedacht, ach da Leute, das gibt's doch echt nicht, oder? ABBA, wie die schwedische Gruppe, ne? Genannt nach dem aramäischen Wort für lieber Vater, was in der Bibel steht. Er hat gesagt, nach den Manson-Mördern und so weiter, da war die ganze Stadt terrorisiert und so weiter. Das hat eine ganz neue Zeitepoche dann mit sich gebracht. Die Leute haben sich alle bedroht gefühlt. Ja, die hatten dann Probleme auf der eigenen Haustür und eben nicht mehr mit Vietnam. Ne? War ja auch eben wohl eine Attacke gegen das Vietnam-Anti-Kriegs-Establishment oder die ganze Anti-Kriegsbewegung. Dann ist sehr interessant, dass eben die Mama von der Sharon Tate hat dann einen Haarsalon aufgemacht. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. So viele Zufälle hier. Ja, der Friseur, der für Doris Tate gearbeitet hat, das ist echt so ein Zufall überall. So viele Zufälle auf einmal bei dieser Sache hier. So sieht der Platz eben dann heute aus. So, da gibt es immer noch einen Friseur, der heißt dann hier Superhaarschnitt, Supercut. Jay Sebring wurde eben verdächtigt, über mehrfache illegale Aktivitäten inklusive Drogenhandel verwickelt zu sein. Ich denke, da hat es viel mehr mit anderen Sachen zu tun. Währenddessen du dann auf der Beerdigung von Sharon Tate dann eben den Bruce Lee da im Hintergrund siehst. Frage. Hast du geglaubt, dass der Jay Sebring da irgendwelche Drogen an Charles Manson verkauft und deswegen die ganze Geschichte da lanciert wurde? Wenn du weißt, dass Sebring selber Schauspieler ist, Sharon Tate eine Schauspielerin ist und Roman Polanski Direktor ist, dann komme ich da auf andere Ideen. Wenn du dann dich darauf konzentrierst, dass diese Leute mit Symbolen sprechen, gucken wir uns mal dieses Symbol des Ankh an, was ja das Symbol von Sebring International gewesen ist. Jeder erzählt ja was anderes. Die einen sagen zu dir, oh ja, das ist ein Hilfsmittel gewesen oder ein Zaubermittel, um eben Steine zu versetzen für die Pyramiden. Die anderen sagen, nee, das ist eben mit magischen Kräften und so weiter. Ja, die afrikanischen Götter und so weiter, die haben dann auch einen Ankh besessen. Deswegen ist das ein Zeichen eines Gottesglaubens. Ja, andere sagen, das ist ganz einfach, das ist ein männlich-weibliches Symbol, ja, und das steht eben dann für die Empfängnisbereitschaft. Jeder erzählt ja eine andere Geschichte dazu, ne? Osiris Rückgrat soll es jetzt sein und jeder erzählt ja natürlich dann eine andere Variante, weil es natürlich auch viele Varianten gibt, die da erzählt werden. Das Ankh würde also Self-Mastery dann also dann sein, also die... Wer hier recht hat, sind meiner Meinung nach diese zwei Herren hier und diese zwei Menschen hier. Die haben gesagt, warum du niemals einen Ankh tragen solltest. Es ist echt schockierend. Und dann sprechen die beiden über die Bibel und sagen, Mensch, also du sollst doch überhaupt keine Sachen des Teufels und der Anbetung von heidnischen Göttern alles haben. Ja? Gott hat doch gesagt, du brauchst keine Bildnisse und so weiter. Du sollst dir doch keine Bildnisse machen. Damit weißt du schon, dass Sebring eben kein Christ ist und du weißt, dass er Symbole benutzt von heidnischen Göttern. So, wenn ich jetzt weiß, dass die Freimaurer auch das Ankh benutzen, weil das Ankh natürlich eine Referenz hat an Ägypten, gucke ich mir jetzt mal ein paar andere Sachen an. Das ist ein Ausschnitt hier aus der Grünen Hornisse, Folge 11, der Jäger und die Gejagten. Und da hat dann jemand so ein ähnliches Symbol zumindest hier auf seine Jacke, Rot-Schwarz-Symbolismus mal wieder hier, und sagt dann, nee, also das ist ein regulärer Club und so weiter, wir haben hier unübliche Anforderungen. Und in dem Jägerclub wäre angeblich niemand dazu fähig, um jemand anderen umzubringen, ist klar, ne? Ist schon Comedy, schon lustig in sich selber. Was erzählt uns jetzt Wikipedia? Wikipedia sagt, dass das Ankh der Schlüssel des Lebens ist.
in der ehemaligen ägyptischen Hieroglyphen-Symbolik und dass es eben das Wort Leben dann damit abbilden würde und dann deswegen ein Symbol des Lebens selber wäre. Und dass es eben den Pharaonen obliegt, dieses zu tragen, die dann eben dieses dann eben haben, um ihre Macht darzustellen, dass sie eben dann Leben erhalten können und dass sie dann eben auch tatsächlich menschliche Seelen im Nachleben, im Afterlife dann eben dann auch noch dann zum Leben erwecken könnten. Also ein Symbol der Unsterblichkeit natürlich dann auch. Hat dann aber auch mit Myrrha zu tun. Also wenn wir das dann so wollen, ist dann beispielsweise in die Plaza der Obelisk, also ein Beispiel oder ein Symbol des männlichen Gottes und dann eben das Ankh ein Symbol der weiblichen Gottheit, Isis dann in dem Moment. Ein Amateur-Mythologe im 19. Jahrhundert, Thomas Inman, dachte, dass das Zeichen dann die männlichen und weiblichen Reproduktivorgane dann kennzeichnen würde, in einem Zeichen vereint. Gordon und Schwabe glauben, dass das Zeichen jetzt eben Teil der Bullenautonomie ist, wo der Samen eben durchgehen muss. Das Ankh wäre dann ein Brustwirbel und so weiter und so fort. Und das wäre der getrocknete Penis eines Bullen, ja, was die nicht alles dann im Kopf haben. Also Lebenserhaltung sozusagen ist das Ankh in der zentralen Funktion der Götter, die eben diese ganzen Sachen, jetzt diese naturalen Zyklen da jetzt beaufsichtigt haben. In den Armen eines Gottes repräsentiert das Ankh die lebenserhaltende, lebensgebende Kraft. Das Ankh ist dekorativ auch benutzt worden für Spiegel, Blumenbouquets oder halt über einem Hieroglyphen, das eben dann das Wort All wie allmächtig und so weiter dann darstellt. Man hat es auch in Grabstätten dann platziert, um jemandem eben dann ein gutes Leben in dem Nachleben dann sozusagen da zu garantieren. Was nicht alles gibt, ne? Aber es gibt noch mehr davon. Der Gott Horus bietet dann dem König dann Leben an. Also in den Händen eines Gottes hier, Horus Falke, ne, da ist es dann immer lebensspendend. Und der Gott Ramses, das habe ich jetzt wieder zu schnell gemacht. Der Gott Ramses hat natürlich hier so eine Kobra, so eine Schlange da, also drittes Auge. Ne. Ist also nicht nur dieses dritte Auge, ist also jetzt nicht nur auf den asiatischen Raum jetzt irgendwo beschränkt. Ja, das ist ein Ankh mit dem Khepri, direkt mit dem Käfer, der da also dann die Sonne da immer rumschleppt. Deswegen haben die Beatles dann auch mit Freimaurerei zu tun, weil die Beatles beziehen sich vermutlich auf den Winged Beetle von Aleister Crowley, also dann wieder vom Freimaurer. Gucken wir uns nochmal Sharon Tate und die Manson Brothers aus einem ganz anderen Blickwinkel an. So, also Jay Sebring hat angeblich was mit Drogen zu tun, Charles Manson hat auch etwas mit Drogen zu tun und Sharon Tate würde niemals Drogen nehmen, zumindest nicht, wenn sie schwanger wäre, okay? Das sind aber alle Schauspieler, ne? Sharon Tate ist ja auch eine Schauspielerin hier in die furchtlosen Vampirmörder, ne? Eigentlich heißt das Tanz der Vampire in Deutsch. Also der Beatle, jetzt hier der Käfer, also zu Deutsch Beatle, hat ja dann mit den Beatles zu tun in der Abbey Road, in der Abteistraße, wo natürlich bei dem Abbey Road Bild, wo die vier über einen Fußgängerweg latschen, nicht nur das MM-Zeichen für Master Mason, für Freimaurermeister machen, sondern auch ein weißer Käfer im Hintergrund zu sehen ist, ne? So, und in Rosemaries Baby, da stirbt die Theresa dann nahe eines Volkswagen-Käfers mal wieder als ein Symbol von Tod und Regeneration und so weiter. Also die eine stirbt und die andere gebiert dann ein Kind. Ne? Also hier Warner Brothers ist natürlich auch Freimaurer. Und jetzt haben wir hier ein 6,5-Minuten-Segment von dem Film Logan's Run 1976, wo das Ankh eine Rolle mitspielt, wo man mal dazu sagen muss, in Deutsch heißt der Film anders. Ja, das ist der Film hier, Flucht ins 23. Jahrhundert. Gucken wir uns mal an, was da alles auf uns zukommt. Jeder Tag ist schöner als der letzte. Die Erfüllung jedes Traums. Schon wieder haben wir da irgendwie so eine Hand mit so einem Symbol da drin.
Logans Lauf hieß das dann eigentlich. Da habt ihr schon wieder eine linke Hand, ne? Habt gesehen, der Daumen ist nach links, ne? Ja, es geht alles so schnell, das tut mir echt leid manchmal. So, also Metro-Goldwyn-Mayer sind auch Freimaurer. So, und da seht ihr es auch, hier ist der Daumen ist links, also haben wir genau wieder den Pfad zur linken Hand, ne? Glaube ich bei Kung Fu und bei zig anderen Sachen auch. Ach ja, das ist immer dasselbe, ne? Auch die linke Metallhand von Bruce Lee Enter the Dragon wäre dann auch ähnlich. Nur, dass dann da halt der Daumen fehlt, aber da es der Daumen hier links ist, ist es dann eben auch die linke Hand, ne? Dafür ist es dann ein Zeichen von Satanismus. So, hier wird also eine schöne neue Welt suggeriert mit Drogen, wo du dir alles kaufen kannst oder alles haben kannst, außer auch Partner, die du haben willst. Alles wird erfüllt. Das Lebenslimit da ist nur 30 Jahre. Also nur junge Leute sind erwünscht, ne? Die kann man auch besonders gut indoktrinieren. Und zwei brechen dann aus. So, aber in der Mitte ist dann Kristall und alle, die 30 sind, ziehen sich dann so eine unlustige Verkleidung an und werden dann angeblich erneuert, aber in Wahrheit ermordet. Ne, alles der Pfad der linken Hand, genau wie die eine Hand da, ne? Das ist hier linke Hand. Satanismus. So, und jetzt haben Sie hier die Erneuerung im Alter von 30. 30 in der Bibel ist das Alter der Priesterschaft. Deswegen hat ja auch Jesus angefangen zu predigen, als er 30 war. Ja, in der Bibel hier, Buch Numeri, steht dann hier drin, von 30 Jahre alt und aufwärts, bis 50 Jahre und so weiter, die arbeiten dann im Tabernakel der Kongregation. So, da sehen wir jetzt hier die Hauptdarstellerin, die jetzt direkt schon anträgt. So, die Prozedur fängt direkt mit 33 an. Da kannst du dir deinen Teil zu denken, dass es was mit Freimaurerei zu tun hat oder dass der Film von Freimaurern gedreht wurde. Nummer 5. 5 ist immer für Satan auch. Da haben wir direkt einen Ankh. Kennst du das Objekt? Nö, sagt er. Was ist denn das? Das ist der Name des Objektes Ankh. Kennst du den Begriff Zuflucht? Sagt er nein. Griechisches Wort für seine Zuflucht eben. Ja, dann hat er jemanden entdeckt in Auftrag der Regierung, der ein neues Gesicht bekommen hat. Ne? Also Face Change, neues Gesicht. Also deswegen habe ich geschrieben hier kosmetische Operation, Schönheitsoperation und so. So, dann fahren sie dann durch einen Untergrundtunnel, der heißt dann Cathedral Station, also Kathedralenstation. Kathedrale bedeutet die Kirche eines Bischofs. Hat also schon wieder einen religiösen Hintergrund. So, und dann sind sie dann hier da und haben also jetzt davor, sich ein neues Gesicht verpassen zu lassen, damit sie nicht erkannt werden. Das kam mir dann so bekannt vor von Bruce Lee, Game of Death, ne? Der Film ist ein paar Jahre später, ist von 1975, glaube ich. Moment. 76.
jetzt sind wir hier bei der Gesichtsumwandlung, bei dem Prozess dabei. Und die Blonde da links, das ist Farrah Fawcett Majors, einer von den drei Engeln für Charlie, wie zufällig, ne? Und sie ist da genannt in dem Film, heißt sie Holly, also wie Hollywood. Wahrscheinlich alles nur Zufälle. Haben Sie irgendeinen speziellen Wunsch oder sowas? Hat er gesagt, nö, eigentlich nicht. Da hat sie gesagt, oh ja, dunkles Haar bitte. Ich denke, Moment mal, Jay Sebring hat dunkles Haar, ne? Ah, sie hat nur dunkles Haar, mag sie so. Wie von Jay. Vielleicht ist sie auch so ein alter Ego von Sharon Tate. Dunkles Haar. Ja, es gab ja auch mal einen Friseur, der heißt Jay Sebring mit dunklem Haar. Ja, ich fand das so lustig, ey. Und der Esculaptor, der geht jetzt in Position und der wird ihm jetzt ein neues Gesicht verpassen. Ja, da haben wir das Ankh wieder. Ja, und Sharon Tate passt auf bei der Gesichtsoperation ihres Liebsten. Farrah Fawcett natürlich, meine ich. Holly. Hollywood. Hollywood passt auf bei der Gesichtsumwandlung. Ich weiß ja nur nicht, was jetzt hier... Ja, Instant Healing, ne? Also sofortige Heilung, wenn irgendetwas schief läuft, ne? Der Esklebutator, oder wie das Ding da jetzt hieß, Esklepios ist der griechische Gott von Medizin, der eben einen Schlangenstab immer mit sich rumgeschleppt hat. Die Schlange ist eben das Symbol von Medizin und von Gift. Esklepios, dem wurde nachgesagt, dass er eben fähig wäre, um alle Krankheiten zu heilen und auch eben dann Hades herauszufordern, um eben dann die Toten dann aufzuerwecken mit seinem Gift. Und man könnte es entweder als Gift benutzen oder als Heildroge. Das ist genau das, was uns die Apotheke den ganzen Tag erzählt, dass ja, sie also die Apotheken ja auch dieses Symbol haben mit der Schlange. Asklepios. Und bei den Römern natürlich mit US, Esculapius. Ja, da muss irgendwo der Schlangenstab kommen. Da ist er auch ganz prominent. Ja, und da guckt man sich einfach mal das Symbol an von der Apotheke und schon ist eigentlich klar, wo das herkommt. Ja, da haben wir auch die Schlange, die jetzt da ihr Gift versprüht. Und dann glauben die Leute immer noch, oder die Menschen glauben immer noch, die würden in der Apotheke dann gesund werden, ne, wenn dann so ein Symbol da draußen steht. Mit einer Schlange. Ach ja. Jetzt kriegt er irgendeinen Befehl, dass er ihn umbringen soll oder sowas. Dann haben sie aber sich jetzt irgendwo da durchgemacht und sind dann entflohen und jetzt sind sie vor dem letzten Tor. Vor dem letzten Tor stehen sie. Und die Dame hat immer noch hier ihr Ankh um den Hals. Ja, benutzt euren Schlüssel. Und der Schlüssel ist eben das Ankh, der Schlüssel zur Zuflucht. So, und jetzt kommt die große Magie und... Ja, Ankh ist ja das Symbol der Wiedergeburt. Das ist der Schlüssel zum Nachleben, also der Schlüssel zum ewigen Leben oder der Schlüssel halt zur Wiedergeburt. Ja, da ist der 5550 Inch hohe und 660 Fuß hohe Freimaurer Obelisk, das Symbol von Osiris oder dem Totengott Osiris, der jetzt hier als Washington Monument bezeichnet wird, was hier nicht stimmt. Er ist das männliche Objekt für den ägyptischen Totengott. Und der Fluss, wenn man so will, das Fruchtwasser, ist dann die weibliche Seite. Beziehungsweise wie oben, so unten. Und der Obelisk hier, der macht natürlich dann auch, je nachdem, wenn Sonne kommt und so weiter, dann auch einen Schatten hier. Also machen wir wie oben, so unten. Da haben wir natürlich die ägyptische Religion hier. Das heißt, in Washington selber herrscht die ägyptische Religion. Oder die Freimaurer, wie man will. Ne? Als Washington Monument verkleidet. Ja, wie oben, so unten.
Oder jetzt hier noch schön zu sehen, jetzt hier noch in so einen Halbkreisen aufgestellt. Das ist Vesica Piscis, das bedeutet das weibliche Geschlechtsorgan. Es ist immer dasselbe, ne? Es ist einfach eine Sexualreligion. Männlich und weiblich zusammen. Hier kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Wenn ihr Langeweile habt, dann könnt ihr mal alle Lampen und alles Mögliche hier erzählen. Es gibt nirgendwo Zufälle. Nirgendwo. Nirgendwo auf der Welt. Stellt mal so ein Ding auf, damit man eine große Sonnenuhr hat. Hallo? Das ist nur die exoterische Ablenkungserklärung. Geht weiter. Dasselbe Symbol wie bei Kennedy gezeigt, ne? Und hier haben wir einen römischen Sonnentag. Also einen Sonnentag, die Sonne. Was ist das denn? Die kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht. Was immer es auch ist. Es ist warm. Also die Verehrung der Sonne. Ja, und schon wieder sind wir da in dem Film mit 33 zugange bei der Befragung. Wegen der Zuflucht. Hast du die Zuflucht gefunden? Hast du die Zuflucht gefunden, fragt der Computer. Jetzt beginnen wir die Unterfragung, aber eigentlich ist das eine Inquisition. Er hat gesagt, es gibt keine Zuflucht. Und der Computer sagt, das habe ich nicht programmiert. Interessanterweise gibt es im Daniel Kapitel 8,14 gibt es auch einen Satz über die Zuflucht, Sanctuary. Daniel 8,14. Und ich hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird. Er sprach zu mir bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Also Sanctuary heißt nicht nur Zuflucht, sondern Heiligtum. Und er sagt jetzt hier in diesem Film, dass es kein Heiligtum gäbe. Es hat immer komischerweise einen religiösen Charakter. Ne? Input contrary. Also Surrogate kann Leihmutter oder Ersatz bedeuten. Also das ist auf jeden Fall jetzt hier eine Befragung. Und die Antwort, die er gibt, das ist nicht im Computerprogramm so vorhanden. Das heißt, der Computer akzeptiert einfach die Frage nicht. Input. Also der Eingang hier, also seine Aussage ist contrary to established facts. Also seine Antwort ist gegensätzlich zu den etablierten Fakten. Kennen wir das nicht irgendwie draußen, zumindest seit 2020? Contrary to established facts. Also die etablierten Fakten. Wenn deine Antwort nicht den etablierten Fakten entspricht, dann akzeptiert es der Computer oder die Regierung nicht. Welche etablierten Fakten haben wir denn? So wie die Evolutionstheorie? So wie die Urknalltheorie? Oder wie die Ansteckungstheorie? Tja, da sollte man drüber nachdenken, oder? Wenn man ein selbstständig denkendes Wesen ist, sollte man über solche Dinge dann wirklich mal nachdenken. Aber die meisten sind einfach Befehlsempfänger, ne? Oder Opportunisten. Es gibt noch einen zweiten Aspekt der Macht von ägyptischen Göttern. Das ist das Was, also W-A-S. Das ist einfach ein Stab sozusagen. Aber wir sind ja immer noch beim Ankh. Es gibt sogar ein Buch hier von H.G. Wells, also der Zeitmaschine gemacht hat und so weiter. Das Buch heißt Crux Ansata. Also das Heilige Kreuz. Und jetzt schaut euch das mal an hier. Was siehst du denn hier drauf?
ein Mann, der eben umgekehrt hängt auf der Karte 12 vom Crowley-Tarot. Und das Crowley-Tarot benutzt nicht nur im Hintergrund die Sonne für eine Sonnenreligion und natürlich nicht auch den, nicht nur den umgekehrt Gekreuzigten, also eine Verhöhnung von Jesus Christus, sondern auch eben das Ankh, ja, hier als Schlaufe sozusagen, ne? Das von oben kommt. Und da ist auch noch eine Schlange drum gewickelt. Ja. Das ist der Gehängte, die Karte 12. Du siehst auch noch drei Nägel. Es gibt keinen Beweis, dass Petrus umgekehrt gekreuzigt worden ist. Und es gibt auch keinen Beweis dafür, dass er jemals in Rom gewesen ist. Der Apostel Paulus spricht ja davon, nur Lukas ist bei mir. Also es ist eben kein Petruskreuz. Es ist eben eine Verhöhnung von Jesus Christus, von dem Opfer Jesus Christus am Kreuz. Vielleicht auch mit 9-Inch-Nails, also mit 9-Inch-langen Nägeln. Da gibt es eine Rockgruppe, 9-Inch-Nails. Und zufälligerweise hat einer von denen das Anwesen Cielo 3, wo Sharon Tate ja offiziell ermordet worden ist und Jay Sebring und die anderen auch, das dann mal gemietet. Ne? 9-Inch-Nails ist natürlich dann auch nur ein Zufall. Guckt euch das Bild an jetzt hier aus diesem Film Lucifer Rising, was ja eigentlich Osiris Rising ist, von Kenneth Anger. Ja, sie als Fruchtbarkeitsgöttin jetzt hier als Isis hat die genau dieses Ankh und streckt das jetzt in den Himmel. Dieser Film wurde finanziert von dem Jesuiten Getty und das ist dasselbe Symbol, was jetzt hier der Jay Sebring und Sebring International benutzt. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die immer noch sagen, ja, das war halt Ende der 60er, die waren alle so drauf. Nein, waren die nicht. Mhm. Jay Sebring, der Katalysator hinter der Bruce Lee-Karriere oder das Bruce Lee in Hollywood. Also wenn der in der ganzen Welt rumreist, an angeblich anderen Menschen die Haare zu schneiden, hallo? Dann ist der nichts anderes als ein Agent, der Informationen dann irgendwo weiterträgt. Ja? Also das, die ganze Geschichte mit dem Friseursalon ist meiner Meinung nach nur eine völlige Ablenkung. Ja, Sammy Davis Jr. und so weiter, denen scheidet er dann die Haare. Alle die mit irgendwie Mafia und mit Orden zu tun haben, klar. Ja, Ankh ist eben auch ein Symbol aus der Freimaurerei. Ja, Obelisk, Zirkel, Hammer, schwarze Sonne oder halt eben Glückssymbol oder Kreuzsymbol, Swastika, sehr beliebt im asiatischen Raum, hat nichts mit der deutschen Geschichte da zu tun. Im Gegenteil, das ist früher schon bekannt gewesen, bevor es dann überhaupt Deutschland im 20. Jahrhundert gegeben hat. Es gibt Menschen, die erzählen dir, das Ankh wäre ein elektromagnetischer Artikel. Aber das Ankh ist ja überall. Das ist sogar hier hinter seinem Kopf und das Ankh ist auf den Produkten drauf, das Ankh ist auf Streichholzschachteln drauf, das Ankh malt er dann hier und also es geht überall, es geht sich nur um dieses Symbol. Also es ist auf jeden Fall nichts mit Christentum, logischerweise. Hier haben wir aus Batman haben wir jemanden, der ein Wand hat, ja, also dieses ägyptische Herrschaftsgedöns da und ein Zepter und so und natürlich dann hier drittes Auge und tralala. Also ich wollte nur mal sagen, also hier ist ägyptische Götter und so weiter sind hier also überproportional vertreten, ne, in Batman beispielsweise. Und in Batman hat ja Bruce Lee auch mitgespielt und J.C. Ring auch. Ist der Erhängte, ne? Das Ankh ist ein Symbol von dem Erhängten. Und uns wurde doch erzählt, dass es da eine Begebenheit gäbe, wo eben Menschen erhängt worden sind. Die Erklärung dieser Karte heißt, der Gehängte ist ein Symbol für Wendepunkte im Leben, dass man eben eine Situation mal umgekehrt betrachten sollte. Wir hängen in der Luft und so weiter, bis wir eine neue Sicht der Dinge und so weiter finden. Difference between Catholicism and Christianity, they say the hanged man
In Ägypten, sagt mir eine Seite hier, dann wurden die Mumien dann entwässert oder dehydriert mit Natron für 40 Tage und so weiter, als genau in der Zeit, wo Sirius dann eben auf dem Himmel nicht zu sehen war. Und während der Verfolgung der Knights Templars, also der Tempelritter und so weiter, war das die favorisierte Methode der Folter der katholischen Kirche. Ja, sie wurden verurteilt als Heretiker und Betrüger oder als Verräter und wurden dann mit dem Seil erhängt. Templer und spätere Freimaurer haben dann noch den heiligen Johannes, den Evangelisten, dann auch noch als ihren Patron benannt, damit sie eben nicht verdächtigt werden mit der Ermordung von Johannes dem Täufer. Jetzt kommt dann noch eine Lüge, der Stern von David, das Siegel von Solomon ist gar nicht das Hexagramm. Gibt es da keinen biblischen Hinweis drauf. So, nochmal zu dem Claudi-Tarot. In der Freimaurerei gibt es ein Initiierungsritual eines Erhängten. Man muss also erst durch die Hölle, um in den Himmel zu kommen. Und dieses Ritual für jetzt Verräter und so weiter ist bestehend aus einem Seil, dann blindfolded, also jetzt die Augen verbunden und so weiter. Und symbolisches Augenausstechen der Augen, um eben mit dem dritten wahren Auge zu sehen. Ein Mann, runtergehängt von einer Schlaufe in der Form eines Ankh, ein Rosenkreuz, Symbol des Lebens und Serpent, also und einer Schlange. Drei grüne Scheiben, 3x6 der materiellen Welt, 666, Color of Venus, also grün, Venus und ja, hat eben auch mit Rosamaries Baby und so weiter zu tun. Und ich denke, dann haben wir da auch schon da die Geschichte, die wir dann da haben wollen. Wir haben also hier einen Ankh, wir haben einen Erhängten, wir haben drei Nagelpunkte und wir haben eine Sonne im Hintergrund. Und das alles hier auf der Karte. Da haben wir mit der Hiram Aviv-Geschichte, haben wir jetzt genau dieselbe Geschichte mit dem Baumeister des Salomonischen Tempels angeblich, der ja dann durch drei Verräter ermordet worden ist. Und da haben wir direkt die drei Trems in der Didi Plaza bei Kennedy. Deswegen sage ich ja, dass die Kennedy-Geschichte mit der Sache hier einiges gemeinsam hat. So, jetzt haben wir jetzt nochmal hier einen Seil, brauchen wir. Und wir brauchen jemanden, dessen Augen dann abgedeckt oder verbunden sind. Das haben wir dann später auch, nicht in dem Bild, aber in anderen Bildern hier. Also ich glaube nicht, dass das ein echtes Bild ist, weil mit der Spannung, die du da brauchst, um diese dämliche Position zu halten oder diesen Arm dann zu halten, ist also völlig dämlich. Abgesehen davon steht hier auf dem Stein hier Sohn und Bruder. Ja, dann kann ich mir da auch zwei und zwei zusammenzählen. Aus dem Buch Säureträume, die komplette soziale Geschichte der CIA. Im September 1965 ist Michael Honningstedt zurückgekehrt nach London, bewaffnet mit hunderten Kopien des Buches der Toten, Book of the Dead, ägyptisches Buch der Toten, und 5000 Dosen von LSD, das er produziert hatte vom tschechischen Regierungslabor in Prag. Also gibt es so viele Leute hinter den Linien, die da beschäftigt sind mit wirklichem Drogenhandel, nämlich offiziellem Drogenhandel sozusagen. Und The Falling Man kann auch zu tun haben mit diesem schrecklichen Bild hier von 9/11. Ne? Ich habe das mal benannt in dieser Sitzung da mit Lady Gaga. Da war dann Jörg nicht meiner Meinung, aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass es damit eben zu tun hat, dass jemand ganz gezielt dieses Bild auswählt. Wir haben auch eine Sitzung gemacht oder eine Reihe gemacht, das heißt amerikanische Rituale, wo wir dann so etwas besprechen, was es dann wirklich bedeutete. Ich erinnere mich noch, dass dieser Mensch angeblich ein oranges T-Shirt angezogen hatte und orange ist eben die Freimaurerfarbe für den höchsten Grad. Also das wäre jetzt ein Zufall, dass ich da nicht dran glaube. So, jetzt sehen wir mehr mit irgendwelchen Seilen, ne? Und die Augen müssen natürlich geschlossen sein, ne? Bei dem Ritual sind die Augen ja ausgestochen, wenn man durchs dritte Auge sieht und so weiter. Brad sagt gerade, ja, ich unterstütze dich da drin in deiner Meinung. Also das, er sagt immer zu diesem Bild, ja, Satan markiert sein Gebiet. Der Hintergrund ist ja auch quasi weiß-schwarz. Wie Freimaurer. Also ich bleib dabei und sage, das sind alle Schauspieler.
In seinem Roman zum Polanskis Film Repulsion hängt auch jemand am Seil. Und September 11, September 11, da gibt es eben auch ganz viel mit Elfen drin. Ja, und wie gesagt, das Opfer hier, das also dann an einem World Trade Center runtergefallen ist, wenn das Bild überhaupt so wahr ist und nicht eine Montage ist, das hat dann ein oranges T-Shirt angehabt, dieses Opfer. Mhm. Dieser Fotograf ist kein Unbekannter. Er wusste, dass irgendetwas später passiert und dann war er genau dann da. Und als er dann 20 Jahre alt war, stand er genau hinter Bobby Kennedy, als Bobby Kennedy dann in den Kopf geschossen wurde. Sein Jackett war dann benetzt mit Kennedys Blut. Der Mann ist also immer dann da, wenn es irgendetwas zu entdecken gibt. Er arbeitet für die Pressegesellschaft Associated Press, er ist ein Journalist. Hab ich mir gedacht, Moment mal, Associated Press? Da war doch an Didi Plaza dieser Altkins-Fotograf, der war da auch noch von der AP. Okay, nochmal zurück zu Sharon Tate jetzt hier. Ein Auge-Symbolismus. Sie präsentiert jetzt hier auch noch sich nackt mit einem Teddybär. Kann auch mit dem großen Bären zu tun haben im Sternbild, also es gibt da so viele Möglichkeiten immer. Polanski und Sharon Tate waren eben Schauspieler in einem CIA-Projekt von Laurel Canyon. Am 9. August, wo die Morde dann geschehen sind oder auch nicht geschehen sind, da wurde die Atombombe abgeworfen 1945. Abigail Folger wurde trainiert von den Dominikanern, die sogenannten Opfer, Jay Sebring, die Verräterin Patricia Cranewinkel und der Anwalt von Charles Manson waren alle Jesuiten trainiert. Das Rosenkreuzertum benutzt auch Ankh, was ja ganz nah dran ist an dem Symbol der Venus im Übrigen, ne? Also Rosenkreuzertum ist ein Vorläufer der modernen Freimaurerei, oder auch nicht, also auf jeden Fall ein Zweig davon. Und ja, wie gesagt, der Thomas alias J. Sebring, alias Oceanbrink, war dann eben ein Bruder. Ich vermute, da liegt einfach nur ein Stein. Ach, und Jesuit ist er übrigens auch noch. Der hat also einen Ankh als Symbol seiner Unternehmung. Also dreht sich seine Unternehmung um ägyptische Götter. Die Gründer dieses Hermetic Order of the Golden Dawn sind übrigens auch Freimaurer, aber das hätte uns ja auch so gewundert, wenn es nicht so wäre. Ja, denn Aleister Crowley war ja auch Mitglied im Hermetic Order of the Golden Dawn und demzufolge hat er ja auch sein eigenes Tarot dann kreiert, angeblich. Und das war eben die Karte 12, war eben der Gehängte. Mit dem Ankh. Wenn er sich auf das Ankh bezieht, bezieht er sich natürlich auf eine ägyptische Gottheit. Also von daher ist jetzt der Weg zur Freimaurerei jetzt nur noch ganz kurz. Weil das ist eben der Hintergrund von ägyptischer Religion und persischen Mystizismus. Es ist alles immer ein Gegenentwurf. Als wenn so ein Ankh irgendeine Bedeutung, also jetzt eine Kraft hätte, ist ja völliger Blödsinn. Die Menschen glauben das, ja. Ja, aber die Rose repräsentiert eben Venus. Und das ist eben nur ein anderer Name für Luzifer, weil Venus nie existiert hat. Auch Aphrodite hat nie existiert. Tut mir leid. Auch Isis hat nie existiert. Auch Diana hat nie existiert. Auch Lilith hat nie existiert. Auch Astarte hat nie existiert. Du kannst dir raussuchen, wen du willst. Diese Invasion, die angeblich das Enchi-Experiment übernommen haben und dann die neuen Götter geworden sind, bezieht sich jetzt hier auf Lucifer und natürlich auf die Bibel mit den Giganten in Kapitel 6, 1. Buch Mose. Aber Invaders ist jetzt ein bisschen, Invasoren ist jetzt ein bisschen blöde gewählt, finde ich. Ja, gefallene Engel oder böse Geister wäre ich ja mit einverstanden, aber Invasoren ist jetzt ein bisschen, naja. Ja, es gab damals einen Rosenkrieg zwischen dem Haus von Lancaster und dem Haus von York. Rosenkrieg sagt man ja, glaube ich, auch bei uns. Ne? Da meint man auch meistens dann eine Partnerschaft mit. Und deswegen fiel mir da ein, auch, dass eben Jacqueline Kennedy genau diese roten Rosen bekommen hat. Ne?
Aber es gibt ja genug Leute, die glauben, dass unsere politischen Führer uns niemals betrügen würden, so wie sie es in der Vergangenheit oft getan haben. Aber ich habe echt das Problem, dass ich glaube, dass viele Menschen echt nicht lernen durch die Geschichte, weil ihnen die Geschichte falsch erzählt wird. Ja, alleine schon, dass die Rosenkreuzer mit den Freimaurern zu tun haben, sieht man doch schon an dem skottischen Ritus da, dass das 18. Level dann eben der Knights of the, der Ritter Rosenkreuzer ist da. Also alles nur Variationen von dem vom Heidentum, ne? Wir haben ja heute doch den 1. Mai-Feiertag, ne? Zu Ehren der Kelten, Beltane, Fruchtbarkeitsfest von, ja, jetzt kannst du dir alles wieder aussuchen, ne? Astarte, Ishtar, ne? Fruchtbarkeitsfest von Venus, Aphrodite und tausend anderen Namen von Göttinnen, die es nie gegeben hat. Sharon eben ist biblisch gesehen die Rose des Tales und die hat damit Rosemarie zu tun. Das ist immer dasselbe. H.G. Wells, Krux an Sata, Heiliges Kreuz. Und dann benutzt er noch da für die römisch-katholische Kirche noch einen Anker, ist ja schon. Ist ja schon fast lustig. Sharon Tate ist ja offiziell in die Hexenkunst Wicca eingeweiht worden, 1966, für diesen Film Das Auge des Teufels, Eye of the Devil. Und da sieht er jetzt bei der Maxine Sanders, die ja sie eingeweiht hat, irgendwelche Geheimnisse verraten hat, was weiß ich, sieht er direkt im Hintergrund wieder so ein Ankhängen. Ne? Also, alles hat miteinander zu tun, natürlich. Oh, das ist ja eine tolle Initiierung. Das sieht aus wie ein Porno, sage ich hier in Englisch, also echt. Ja. Ja, und deswegen hat alles wieder so eine Bedeutung, ne? Die spielen alle ein Spiel und die Menschen im Exoterischen draußen im Fernseher, die sehen das natürlich nicht. Wenn jetzt hier der J.C. bringt, dessen Kultobjekt ein Ankh ist für die Wiedergeburt und so weiter und so fort, welches Auto fährt er jetzt hier mit Sharon Tate zusammen? Ich meine, abgesehen davon, dass dieses Bild ja total gestellt aussieht, ne? Sie ist ja so völlig desinteressiert und so weiter und so fort. Er fährt eine Cobra. Letztens hat er noch einen Elfer gefallen, jetzt fährt er eine Kobra. Ja, Kobra ist genau dieses Tier, was eben die Pharaonen oben auf ihrer Stirn haben, ne? Das ist alles abgesprochen, was die zu tun haben. Die spielen quasi in einem gewissen Lebensabschnitt, spielen die einen Film nach. Die kriegen gesagt, was die zu tun haben, was sie zu sagen haben, was sie, mit wem sie sich treffen müssen, welche Autos die kaufen und was weiß ich. Habe ich so den Eindruck. Ja, nichts anderes als eine Variation von der Venus, ne? Also von dem Symbol für die Venus. Wobei in manchen Rubriken dann auch Gegenden auch der achtfache Stern eben ein Symbol ist für Venus, obwohl das eigentlich wieder für Ishtar ist, aber. Also dieses Venus-Symbol ist ja eigentlich ein allgemeingültiges Symbol für eben die Geschlechtszugehörigkeit für Frauen. Aber ich kenne die ganzen anderen 60 Symbole für irgendwelche fiktionalen Geschlechter nicht. Ich rede jetzt hier von wirklichen biologischen Geschlechtern und da gibt es natürlich nur zwei von. Ja, du kannst ja schon sehen, in welcher Welt wir leben, wenn Strafen darauf gibt, oder irgendwo habe ich gelesen, dass es Strafen darauf gibt, wenn du halt jemanden sein Geschlecht nicht zubilligst. Ne? Also, wo will man da noch anfangen? Natürlich gibt es nur zwei Geschlechter, ansonsten gibt es ja auch keine Fortpflanzung, ne? Deswegen hat man Venus auch dann öfter genommen als eine Interpretation eines Handspiegels der Göttin. Ne? Sieht ja auch so ein bisschen wie eine Lupe aus, mit unten noch so einem Balken drauf. Das würde aber im eigentlichen Symbolismus würde das bedeuten, dass eben der Geist die Materie beherrscht eigentlich, weil Kreuz immer für die Materie steht. So, Mach-Symbol haben wir auch, ist ja klar, ist die Erektion. Achtfacher Stern, das ist ein Isis. Deswegen hat sie dann auch immer schön jetzt hier die Ishtar verehrt, ja, die Fruchtbarkeitsgöttin mit den Hasen, die immer dann den ganzen Tag am Rammeln sind. Ah. Happy Ishtar, ja genau. So, dann hast du das Seil aus dem Tarotkarte, die Gehängten. Das Bild ist vermutlich künstlich, also da passt die Farbe und die Schatten nicht. Ist jemand eingefügt. So, da hast du jetzt hier ein Schnipsel aus der Beerdigung von Sharon Tate mit einem Templerkreuz. Dann zählst du mal die Ziffern hier. 1 plus 1 plus 7 plus 1 plus 1.
Und da kommt es natürlich wieder auf 11. Ja, rote Rosen, Rosenkreuzer-Geschichten jetzt hier bei dem Dallas-JFK-Attentat. Ausgerechnet eine Frau, die heißt Rose, die hat eine Vorhersage getroffen, dass der Präsident dann halt da einen Anschlag erfährt am 22. November. Kann aber auch wieder eine Desinformationsagentin sein. Nochmal, viele Sachen stehen hier drin in dem Buch. Weird Scenes Inside the Canyon, allerdings nur auf Englisch, von David McGowan. Die Reihe ist auf meinem Zweitkanal dann schon erschienen, wenn jetzt dieses Video hier rauskommt. Aber wie gesagt, sie veräppeln dich ja überall. Nur, wenn du ihre Sprache nicht kennst, dann hast du da halt eben keine Chance. Ne? Sie erzählen dir das Blaue vom Himmel, lügen dich halt einfach nur an, aber wenn sie dann ihre Zeichen machen, um sich untereinander zu verständigen, dann plötzlich siehst du die ganzen Zusammenhänge. Ne? So, wenn also andere Sachen auch ein Freimaurerritual sind, warum ist dann nicht auch die Ermordung von Sharon Tate und die Manson-Morde ein Freimaurerritual? Wir haben doch jetzt schon wissen, dass das Ankh da eben nur ein Symbol ist. Und ihr Vater war eben beim Geheimdienst. Und andere Menschen haben auch eine ganz seltsame Geschichte. Hier ist die Sekretärin der Grünen Hornisse namens Wendy Wagner. Sie ist jetzt schon wiedergeboren, einem US Navy-Kommandeur. Es ist alles Armeeprojekt, habe ich den Eindruck. Bruce Lee war ja umringt von Menschen aus irgendwie dem Militär. Man hat aber Glück gehabt, dass er nicht als amerikanischer Staatsbürger noch im Vietnamkrieg kämpfen musste. Ne? Der Junge hat ja richtig Glück gehabt, hätte mein Opa gesagt. Ne? Ich glaube nicht, dass das mit Glück zu tun hat. Und ihre Filmkarriere inkludiert dann auch Rollen wie beispielsweise ein Abkommen mit dem Tod 1967 und Rosemary's Baby 1968. Ich denke, das gibt's ja echt gar nicht. Und der einzige völlig Unschuldige in dem ganzen Szenario ist dann Bruce Lee und Fan. Und die Frau Wagner war natürlich befreundet mit Sharon Tate und der Zufall will es, dass die beiden sich eine Wohnung da geteilt haben, als sie beide noch nicht so erfolgreich und bekannt waren. Kann nur ein Zufall sein wieder. Die eine Tochter eines Armeekommandanten teilt sich ein Zimmer mit der anderen Tochter eines Armeegeheimdienstangehörigen. Okay, es ist nur ein Zufall. So, und das ist jetzt auch Wendy Wagner angeblich, wenn ich jetzt die richtige Wendy erwischt habe, mit Jay Sebring oder Thomas Kummer. Ah, Sharon, aber die ist ja so süß. Ja, ist klar, die lässt sich dann nackt fotografieren, also was, reitet dann auf amerikanischen Raketen rum, macht dann Werbung für den Vietnamkrieg, aber die ist so süß und unschuldig. Ne? Geht's noch? Ich habe keine Lust, mich von den Leuten hier veräppeln zu lassen. Mattel hat ja angeblich ihre Malibu Barbie nach Sharon Tate jetzt da so ausgerichtet. Mir ist es einfach völlig egal, ich weiß nur, dass das alles Lügner sind. Schauspieler sind immer Lügner. Aber sie ist die neue Venus in einem Interview. Venus on the treadmill. Treadmill. Im Laufband oder sowas. Ne? Venus auf dem Laufband. Sie ist die neue Venus. Ja klar, ist die neue Venus. Sie ist eine Göttin. Ah. Er hat bestimmt irgendwo einen Ankh gehabt um den Hals und hat dann überlebt. Oh. Sie ist die neue Venus. Sie war 16 und der Hustler-Produzent und so weiter hat sie angeguckt und hat gesagt, Mensch, also nimm sie unter Vertrag. Irgendjemand hat ja gesagt, Mensch, streck mal deine Brüste raus, Sharon. Und sie hat's getan. Und irgendjemand hat dann gesagt, Mensch, also zieh dich mal aus für den Playboy. Und sie hat das auch getan. Und irgendwann hat jemand zu ihr gesagt, Mensch, also spiel doch einfach Jennifer im Tal der Puppen. Und sie hat das auch getan. Aber sie ist Unschuldige. Innocent. Victim, unschuldiges Opfer und, ach ja, Murdered Innocence ist die, eine ermordete Unschuld, ey. Leute, ihr könnt jemand anderen hier veräppeln. Und dann hat sie festgestellt, Mensch, ich werde nie aufhören, ein Star zu sein. Und dann ist sie dann geboren, auch noch in Dallas, Texas. Ich denke, ja, das passt, ne? Dallas, Freimaurerstadt. Ja, die war so ein Army-Vögelchen oder Army-Früchtchen. Armee-Früchtchen.
In Dallas, in Houston, El Paso, Tacoma, Washington und Verona in Italien. Oh, es gab sogar Geheimverträge in Italien, die so 200 Jahre alt sind, die ja kaum einer kennt. Ja, aber dann hat sie dann den hübschen amerikanischen Schauspieler Richard Beimer kennengelernt, 1959. Und dann hat Richard ihr gesagt, du musst unbedingt in Filmen mitspielen. Und ich habe ihr nie geglaubt. Ich hatte immer Hollywood im Kopf. Und Beimer hat sie dann seinem Agenten vorgestellt und ihr Papa, Major Tate, hat dann Hollywood bezahlt und so weiter und so fort. Und gab ihr $42 wegen 2 Wochen Miete. 42, ne? Die Anzahl der Richter im ägyptischen Totenbuch. Oh. Sharon Tate, das kleine Mädchen von Dallas über Rom. Ja, die haben sie natürlich auch trainiert für ihre Rollen dann, ne? Logisch, für ihre bekannteste Rolle ist eben als Mordopfer. Da hätte eigentlich der Roman Polanski oder so auch einen Oscar für kriegen müssen, ne? Einen Academy Award. Dann hat irgendjemand gesagt, Mensch, Sharon und so, du bist jetzt hochschwanger und so weiter, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Kurz nach der Mondlandung und kurz vor Woodstock, ne? Du, pass mal auf, leg dich da einfach mal dahin, so im Babydoll und so mit deinem dicken Bauch, leg dich da einfach mal vor die Couch und wir sprühen mal so ein bisschen Schweineblut über dich. Und das hat sie dann getan. Ist das nur fiktiv, ne? Das hat sie dann wahrscheinlich getan. Und irgendwann hat gesagt, Mensch, wir legen dir jetzt hier mal so ein Seil um den Hals und so, das, keine Bange, wir drücken nicht zu oder sowas, ja, wir schmieren da ein bisschen Blut dran und so, und dann sieht das so aus, als wenn du da an einem Seil gehangen hättest und so. Und dann hat sie gesagt, ja, das kann ich und so, ne? Du darfst aber nicht lachen dabei und das, glaube ich, das hat ihr den Oscar gekostet, dass sie dabei gelacht hat. Und dann hat jemand gesagt, Mensch, bleib da einfach mal so liegen und schließ mal die Augen und so weiter und tu mal so, als wenn du gerade dann irgendwie so schlafen würdest und so weiter. Und das hat sie dann auch getan, wahrscheinlich. Ey, in welchem Film bin ich hier eigentlich? Ihr glaubt, dass ich bekloppt bin? Ich habe mich jetzt hunderte Stunden und tausende Stunden mit solchen ganzen Sachen befasst und ich sehe hier nur noch Lügen und Unzulänglichkeiten und Widersprüche überall, links und rechts. Und wir werden also von allerhöchster Stelle betrogen und belogen nach Strich und Faden. Und der Roman Polanski hat nur immer diese ganzen komischen Horror- und Filme und Thriller und alles sowas. Immer halt negative Dinge halt, ne? Entführungen, Morde und alles. Und dafür ist er dann geliebt worden von Hollywood, ja logisch. Er war aber nicht so ein Hübscher irgendwie, ne, wie viele andere, ne, aber er hatte halt Personality und Charme, ist klar. Sharon hat dann einen Marilyn Monroe-ähnlichen Superstar gespielt, dessen tragisches Leben dann in Selbstmord gipfelt, in The Valley of the Dolls. Ah ja. Aber ich bin doch gar keine Marilyn Monroe. Aber ich bin so wie Jennifer in dem Film, sagt Sharon, denn es ist relativ einfach, man ist einfach ein Opfer der Umstände außerhalb deiner Kontrolle. Ja, und ich glaube, Sharon, das ist auch deine größte Rolle gewesen, 1969, am 9. August. Mann. Sie hat Privatheit und Anonymität an der See gesucht. Mhm. Tja. Vor allen Dingen, wenn man dann ein Kind hat, das vielleicht von jemand anderem ist oder wenn man dann einfach ein Kind in Ruhe aufziehen will, ohne halt jede 10 Minuten einen Fotografen irgendwo über die Mauer springen zu sehen. Ne? Ihr letztes offizielles Schauspielerjahr war 1969, also 69, so wie die 2 Scheren von Krebs. Und ihr letzter Film heißt 12+1, damit man den da bloß nicht 13 nennt. Aus abergläubischen Gründen nach Sharons Tod ist er dann 12+1 genannt worden. Dafür musste sie dann nach Italien. Sharon hatte Roman Polanski am 20. Januar 1968 geheiratet. Und dann war sie dann schon verheiratet mit Roman Polanski und hat dann eben schon sein Kind mit sich herumgeführt im Bauch. Aber Roman konnte eben kein Visa nach Italien bekommen, um mit ihr da zu sein. Das war schon seltsam, ne? Der konnte nach England, aber nicht nach Italien, aha. Und nach der Schweiz kann er auch, aber nach Italien nicht, ist klar. Mhm. Nachdem er dann die Beziehung beendet hatte mit Pia, hat eben Christopher dann Sharon Tate getroffen. Und die war gerade am Film 12+1. Chris ist dann ein enger Freund geworden von Sharon und hat dann auf sie aufgepasst, als sie allein in Italien war.
Sharon hatte dann irgendwie jemand zugegeben, dass, naja, sie sich dann gerecht hätte und so weiter mit Roman für seine Rumtreiberei. Und sie hat ihm nie erzählt von ihrer Beziehung mit Christopher. Also es gibt dann noch mehr Menschen, die dann irgendwie dann so mit der ermordeten Unschuld zusammen waren. Hm? Er ist dann in Italien geblieben und dann nach Irland gegangen, um dann eben Ryans Daughter dann irgendwie zu drehen. Also auch wieder ein Schauspieler, auch wieder ein bezahlter Lügner. Am 9. August waren eben Sharon Tate und vier andere brutal ermordet worden durch die Manson-Familie in Benedict Canyon. Eine Dunkelheit befiel die ganze Hollywood-Community. Einer von Chris' Managern war Rudy Altobelli und dem gehörte nämlich genau 1050 Cielo Drive, das Sharon Tate Roman Polanski Haus, wo die Morde stattfanden, und er hat sofort Los Angeles verlassen. Um die ganze Sache noch schlechter zu machen, Christopher hat da auch schon mal gelebt in dem Haus. Ich meine, muss ich mehr wissen? Muss ich mehr wissen jetzt? Solche Zufälle gibt es nicht. Wenn wir hier nicht mal eine Abkürzung nehmen, wären wir nie fertig mit dieser ganzen Geschichte, weil wir von einer Lüge in die nächste stolpern und sagen, das gibt's doch gar nicht, sowas. So, dann ist er verschwunden von der Bildfläche. Ja, er ist von der Bildfläche verschwunden. Ist nach Los Angeles geflogen und dann von der Bildfläche verschwunden. Super, ne? Was für ein Zufall. Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht war er ja bei der Geburt dabei. Mann, Mann, Mann. Ja, er wäre doch der hübsche Kerl, der irgendwie jetzt so zu der Sharon Tate da passt, ne? Ich meine, Geschmack ist immer subjektiv, klar. Aber du kannst immer sagen, die haben sich dann und dann getroffen, wenn das ein paar Wochen vorher ist. Vielleicht ist sie einfach ungewollt schwanger geworden. Ist ja jetzt auch nicht wichtig nach 50 oder 60 Jahren. Ja. Ja, aber der Chris Jones hat dann überlebt und hat seinen eigenen Weg gefunden und er hat also über $1 Million seit Wild in the Streets dann da eben verdient und er hat seinen Porsche und auch Menschen, die er dann als seine Freunde bezeichnet. Aber er ist also quasi aus dem Rampenlicht verschwunden. Ich habe mir gedacht, der ist aus dem Rampenlicht verschwunden. So wie Sharon Tate. Ich sag's ja nicht, dass er es ist, aber so viele Sachen, die hier nur auftauchen, die nur einen Zusammenhang geben können, und zwar, dass es alles abgesprochen ist hinter den Kulissen. Es gibt so eine Zufälle nicht, dass sein Manager dann hat, der Eigentümer des Hauses ist. Also hallo, es gibt sowas nicht. Ja, er ist dann hingezogen in das Gasthaus, wo die Morde stattgefunden haben und so weiter, weil er so sauer war über den Tod. Ich glaube, dass die ganzen Leute hinten im Hintergrund mit dem Geheimdienst zusammenarbeiten, mit welchem auch immer. In letzter Aufnahme, bevor sie gestorben ist. Klar, du weißt ja auch nicht mal, ob das jetzt nicht Photoshop oder irgendwie jetzt hier Bild über Bild und alles ist. Also ich glaube da gar nichts mehr von. Das sind alle Schauspieler, wir reden jetzt hier von Hollywood. Roman bricht zusammen auf Sharons Beerdigung. Ja, der spielt halt einfach da. Seine Mutter ist die Mutter von ihr ist eine bessere. Na gut, ich will jetzt hier nicht despektierlich werden, aber ich glaube an den ganzen Kram nicht. Ach so, die Mama weiß natürlich von nichts, deswegen macht sie auch dann einen Friseurladen auf. Oh. Ihr dürft ja gerne was anderes glauben, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich glaube, dass meine Schlussfolgerungen hier recht logisch sind. Die Profession von dem Herrn Polanski ist immer nach Regisseur und Schauspieler, nicht vergessen. Die Profession von Sharon Tate ist auch Schauspielerin. Das sind Leute, die darauf dressiert sind, Rollen zu spielen und glaubhaft rüberzukommen. Das ist genau wie Politiker auch. Also ja, Ritual sage ich ja, aber Massaker sage ich nö. Denk an Vincent Bugliosi hier, dass der da die Verhandlung geführt hat. Es war so ruhig. Einer von den Mördern hat später gesagt, du konntest, wie gesagt, den Klang eines Eiswürfelratterns im Cocktailshaker dann hören, runter im Canyon. Aber es war auf jeden Fall zu laut, damit jemand vier Schüsse gehört hat. Ne? Und die vier Schüsse beziehen sich jetzt nur auf Steve Parent. Ey, kann doch keiner glauben, der noch alle Tassen im Schrank hat.
Ich mache das auch wirklich nur einmal so ausführlich. Mir geht es so auf den Sack, die ganze Geschichte, weil ich habe da jetzt schon so viele Stunden und so Arbeit reingesteckt, aber jetzt machen wir die Geschichte auch hier zu Ende. Aber ein für alle Mal, es lohnt sich nicht, in irgendwelche Sachen reinzugehen, weil du wirst nur mit Lügen zugemüllt den ganzen Tag. Es ist eine Welt, die Satan jetzt hier dient. Das ist nur Mörder und Lügner überall. Und selbst Morde sind da teilweise gelogen. Also es ist sehr, sehr, sehr merkwürdig, dass die Leute nichts gehört haben davon. Und irgendwann nach 50 Jahren stellen sie wahrscheinlich fest, oh, da war ein Schalldämpfer drauf, ist klar. Fehlt uns auch noch jetzt hier. Also jede fünf Minuten oder fünf Jahre neue Theorie. Das sind doch alles hier Thriller, das sind doch alles psychologische Tricks. Ja, Polanski macht hier Filme über Spielchen, hier psychologische Spielchen, also was, diese Spielchen treiben sie mit uns. Oh, Mrs. Scott hat Gewehrschüsse oder Schüsse gehört zwischen 12.30 Uhr und 1 Uhr nachts. Aber dann ist sie wieder schlafen gegangen, ist klar. Glaub nix. 12.30 Uhr und 1 Uhr sind genau die Zeiten von Kennedy, ne? Das eine ist jetzt, weil Kennedy tagsüber, das ist jetzt hier nachts. Die Opfer sehen aus wie Mannequins. Niemand hat doch da so eine dämliche Flagge auf so einem versifften Sofa, hallo? Sieving Incorporated. Und wer schmeißt jetzt den Laden da? Der General Manager Military Division, Lieutenant Colonel Paul Tate. Im Ruhestand, retired. Natürlich nur aus Sympathie zu dem ermordeten Jay Sieving, ist klar. Ne? Klar, wenn es im Geheimdienst nicht mehr klappt, Herr Tate, dann wären wir eben Mitinhaber eines Friseurunternehmens. Das ist Comedy auf hohem Niveau hier, ne? Weil Comedy ist dann besonders lustig für Leute, die sich das ausdenken, wenn das Publikum das anscheinend nicht rafft. Oh, in Sieblings Porsche war auch 6,3 Gramm von Marihuana gefunden worden. Böser Bube. Und haschig auch noch. Meine Güte. Ja gut, ich weiß ja nicht, was man in den Autos von anderen Leuten 1969 gefunden hätte. Aber ich bin ja froh, dass Mr. McQueen dann auch ein langjähriger Freund von Jay Sebring ist. Zum Glück haben die alle die Jay Sebring gehabt, sonst wären die alle mit langen Haaren rumgelaufen. Ja, angeblich ist ja Steve McQueen der Vogel gewesen, der jetzt Drogen dem Bruce Lee da besorgt hätte. Aber wem willst du da glauben? Ich habe ja nur mit Leuten zu tun, die irgendwas mit der Armee zu tun haben hier. Und Wendy Wagner, nochmal die Sekretärin hier von der Grünen Hornisse, die ist in dem Perry Mason, wie Freemason, dann da auch aufgetreten. Sie hatte eine Rolle als Leonor in Casey Case Fall, also CC 33. Junge, Junge. Bruce Lee hat übrigens immer diese lustigen Wurfpfeile da benutzt, wie hier jetzt hier in der Grünen Hornisse. Wo kennen wir denn jetzt nochmal diese Wurfpfeile her von Bruce Lee? Und hier in The Way of the Dragon 1972, Todeskralle schlägt wieder zu, da hat er auch diese Darts benutzt. Ist mir nur mal aufgefallen. Oder halt auch in Enter the Dragon, wo dann diese Spionin da diesen Apfel mit diesem Pfeil abschießt. Ich weiß, dass Roman Polanski mit einer Blondine da aufgetaucht ist. Ich würde immer gerne wissen, wer die ist. Aber ich glaube, ich habe das mal gelesen, aber ob ich das dann glaube oder so, auf jeden Fall hat er da geschauspielert, finde ich. Und sie war sogar ein Agent gewesen hier in dem Film The Wrecking Crew. Die Sharon Tate. Hm? Da sind die alle zusammen, haben eine richtig tolle Zeit. Jemand habe ich auch gehört, dass gesagt hat, also Jay Sebring ist eventuell sogar verwandt mit ihr. Ja, aber ich glaube halt, dass er derjenige ist oder die beiden hier diejenigen sind, die sie halt kontrollieren, beziehungsweise die halt einfach da die Verbindung sind zur Armee. Ja, nochmal, die Aufgabe der Geheimdienste ist ein Disinformationsprogramm. Bruce Lee stand ja auch dauernd in Kontakt mit Jay Sebring. Angeblich hat er ihn auch trainiert. Also der mit dem Ang zu tun hat. Und
Und Bruce Lee hat dann geschrieben, ein Meister im Haardesign. Wo sind denn jetzt aber Friseure bekannt? Ich habe immer, oder Berüchte, ich habe immer geschrieben, ja, für den Stadtklatsch. Ne? Klatsch und Tratsch. Und er wollte ja der Star werden, aber er durfte ja noch nicht, wegen dem Vietnamkrieg, vermute ich mal. Deswegen musste er jetzt erstmal nach Hongkong. Wir haben doch schon gelernt, dass wir da Leute hatten von Warner Brothers, die ihn da jetzt nach Hongkong geschickt haben, schon fast. Die Geschichte geht ja offiziell so, dass er ein Angebot bekommen hat von Golden Harvest. Gibt noch zwei Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Entweder war er so besessen von seinem Kung-Fu, dass er also 24 Stunden am Tag trainiert gehabt hat und Bücher gelesen hat und Bücher geschrieben hat. Oder? Und nichts mitgekriegt hat und so sonst im Leben. Oder aber er gehört mit zum Establishment. Und hat halt eine Rolle gespielt, welche auch immer. Ja, also Talk of the Town ist dann natürlich Collecting Information. Das erinnert mich dann so an die 39 Stufen. Collecting Information on behalf of the Foreign Office of Peng. Darfst du nicht weitersagen, den Satz dann. Sonst wirst du dann umgebracht. Also Informationen einfach sammeln und Informationen weitergeben. Ne? Als Friseur super unauffällig. Ne? Du setzt dich einfach in deine Maschine und fliegst dann irgendwo nach London zu Peter Sellers oder fliegst dann mal zu Frank Sinatra und so. Ne? Super duper, ne? Alles geht innerhalb von vier Augen und niemand muss irgendetwas mithören und man kann so alle möglichen Sachen ja durch die Gegend schippern. Ne? Kann ja auch mit Drogen zu tun haben, aber ich glaube eher, dass der Jay Sebring mit dem Ankh Mitglied einer Bruderschaft gewesen ist und dass er deswegen Geheimnisträger war und durch die Gegend geschickt worden ist. Sollten das nicht unterschätzen, wenn die Leute halt mit solchen Sachen hier rumspielen. Jay Sebring, Jesuitentrainierter, benutzt dann ein Freimaurersymbol, ein Symbol aus der ägyptischen Mythologie, hallo, das mit Auferstehung und ewigem Leben zu tun hat. Das ist so ganz simpel, was das, also finde ich zumindest die ganzen Assoziationen, die mir jetzt einfallen. Der fliegt also alle drei Wochen nach Las Vegas, um das Haar zu schneiden von Frank Sinatra. Was hat der denn für einen Haarwuchs in drei Wochen, ey, mein lieber Mann? Kann aber was anderes bedeuten. So, Übersetzung wäre, er flog nach Las Vegas alle drei Wochen, um eben Informationen von dem Ritter von Malta, Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. entgegenzunehmen und weiter zu verbreiten. Das wäre so meine Übersetzung oder meine Hypothese davon. Kann ich ja nicht beweisen, aber... Ja, da hast du direkt Sammy Davis Jr. damit bei, ne, bei Batman. Und Kirk Douglas hat gesagt, Mensch, also ich lasse nur Sebring an meine Haare. Dan Inosanto jetzt hier als Filipino und Kampfsportspezialist, guter Freund von Bruce Lee und exzellenter Kampfsportler, hat jetzt hier ein Haarband und ein X auf dem Kopf. Aus diesem Film Game of Death, ja, und dieses X-Symbol haben dann jetzt auch hier Leslie Van Houten und Kurt Cobain. Wahrscheinlich nur ein Zufall. X bedeutet normalerweise die Verneinung von Jesus Kreuz, so eine Verlachung von Jesus, ne? Also eben Kreuz in einer verkehrten Position. Leslie Van Houten ist ja beschuldigt worden durch den Lambianca-Morde. Ich habe mich mit den Lambianca-Morden nie beschäftigt. Ich wollte mich jetzt hier mal auf Bruce Lee konzentrieren, weil das hört sonst nie auf. Ja, Charles Manson hat auch das X. Ja, interessant ist, dass eben der Danny Inosanto das auch hat. Also es kann da was mit zu tun haben. Damit man ein bisschen mehr den Kult den Leuten abnimmt, haben sich dann irgendwie dann alles Glatzen geschnitten angeblich. Oder vielleicht sind das auch irgendwelche Masken, wer weiß es. Alle die Manson-Mitglieder, die eben in den Ermordungen da involviert gewesen sind, Susan Atkins und Leslie Van Houten, Charles Watson und Patricia Trankwinkel und so weiter, sind dann lebenslang verurteilt worden, weil zufälligerweise Kalifornien eben die Todesstrafe ausgesetzt hat, eben 1972. Ja, die X-Sign hat natürlich auch mit Skull and Bones hier zu tun, über Kreuz und Knochen und jetzt hier der Osiris-Pose jetzt hier im Lucifer Rising. Aber wenn man in seinem eigenen Film schon sagt, Mensch, also welche Idioten, welche Narren in die ganzen Sterblichen sind und sich nach einem Kobold benennt,
der dann auch noch einen Stern von Ishtar dran hat. Ja, die machen sich also am Anfang des Films schon über die Zuschauer lustig. Ja, und dieses X-Symbol heißt dann natürlich auch dann, also diese überkreuzten Knochen bei Skull and Bones heißen natürlich dann auch Genesis 3,22, dieses Symbol 3,22, siehe, Mensch ist wie uns, einer von uns geworden. Also Menschen möchten dann gerne wie Götter werden. Ja, und hast überall dieses Ankh hier dabei, das Symbol der Götter für die Unsterblichkeit oder jemanden vom Tode wieder aufzuwecken. Ich meine, dann muss doch klar sein, was da für ein Film läuft, oder? Und Jay Sebring fährt da immer noch mit seinem Cobra, der wohl angeblich laut Biografien auch schon mal Bruce Lee geliehen hat. Und Bruce Lee, welche Schlange hat er denn da in Enter the Dragon? Oh, eine Cobra. Muss ein Zufall sein. In Hongkong gibt es keine anderen Schlangen. Und wenn sie dann erzählen, beziehungsweise Tom O'Neill erzählt von wegen, ja, also die CIA hat Menschen unter Drogen gesetzt und so weiter und so fort. Da muss ich nur wissen, dass die Dinger Operation Chaos heißen und in Lucifer Rising gibt es eben auch Chaos und es gibt auch Chaos-Magie. Und Chaos heißt dann eben, amerikanische Bürger dann eben von 1967 bis 1974 in die Zielscheibe zu nehmen mit einer Versuch, dass man eben die Antikriegsbewegung dann da eben in den Griff kriegt. Weil die Leute dann vor der eigenen Haustür nämlich andere Probleme haben, nämlich irgendwelche ungeklärten Morde. Diese ungeklärten Morde waren ja 6 Monate ungefähr ungeklärt, bevor die Manson-Familie überhaupt verdächtigt worden sind. Und ich glaube, das hat System, dass man die Leute so lange halt jetzt im Unklaren gelassen hat, um eben die Angst dann da auszunutzen. Nach dem Motto, guck mal, die haben jetzt alle Angst, die gehen jetzt gar nicht mehr auf die Straße, weil die Angst haben. 50 Jahre später ungefähr haben die Leute dann aus anderen Gründen sind die mehr auf die Straße gegangen, weil überall der Tod lauert. Oh. Auf dem Lebensbaum der Kabbalisten ist Chaos identifiziert mit dem Sephira-Schokma oder der Weisheit. Chaos kann auch das Biest sein. Ach, es gibt ja 100 verschiedene Möglichkeiten. Britische Intelligenz benutzt übrigens auch ein Auge-Symbolik hier, ne? Elisabeth II, Regina, wahrscheinlich heißt das R, weiß ich jetzt nicht, Regina, Herrscherin, Königin, United Kingdom, Intelligence. Collecting information. Ja, es gibt ganz viele Freimaurer oder Leute mit einer kalten rechten Hand, ne? Richtig, Herr Jorge Borgoglio, Stalin, Bonaparte, die Beatles, William direkt mit Manu Konuta, Mann. Und auch im Roman Polanski-Film Tanz der Vampire haben wir genau dieselbe Symbolik da. Also die Symbolik mit dem Arch, mit dem Bogen und den 2 Säulen und also den Tempel von Salomon und eben den karierten Flur, Checkered Floor. Anthony Fauci, Roman Polanski. Ja, dieselbe Freimaurergeschichte jetzt hier, Second Veil. Immer dasselbe, ne? Jack Warner, Warner Brothers. Oh, wen habe ich denn da? Den kenne ich irgendwoher. Das muss ein unbekannter Schauspieler sein, glaube ich. Der ist mir nur hier reingerutscht irgendwie. So viel zu Zufällen. Ich hoffe, ich habe hier in komprimierter Form das jetzt so wiedergegeben, wie es in Englisch aufgenommen worden ist. Die Mächtigen lachen uns da ins Gesicht und die sagen nach, ach je, die ganzen Narren, diese ganzen Sterblichen, die ganzen Narren, was kann man denen alles weiß machen, so à la der Einführung von Puck in Lucifer Rising. Ja, okay, so viel jetzt erstmal dazu. Wir haben also Verbindung von Freimaurerei und Rosenkreuzertum über das Ankh und verschiedene andere Geschichten, die hier laufen. Also sind das Leute, die in Geheimgesellschaften drin sind und Geheimgesellschaften ist wie ein Geheimdienst. Und das war's denn jetzt erstmal und dann bedanke ich mich für eure Zeit und sehe euch vielleicht oder hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Da sind wir ja schon bei der nächsten Folge, bei Folge 30. Also wir kommen langsam zum Endspurt.
Dankeschön und bis bald.